Hallo und herzlich willkommen zur ersten Panel-Diskussion unserer Digital Justice Conference 2021 mit dem Titel Die Landschaft der Rechtsdurchsetzung für geringe Streitwerte. Worum geht es? Stellen wir uns vor, ich habe einen Anspruch nach materieller Rechtslage über 10, 100, 1000 Euro oder einen ähnlichen Betrag. Und sagen wir, ich bin mir relativ sicher, dass ich diesen Anspruch eigentlich auch bekommen müsste. Die Frage, ob ich diesen Anspruch durchsetzen kann oder meinen Streit irgendwie beilegen kann, ist demgegenüber eine andere Frage. Wage ich vielleicht den Gang zu den Gerichten und nehme die entsprechenden Risiken und Kosten in Kauf? Wähle ich vielleicht einen Weg der außergerichtlichen Streitbeilegung? Oder sehen wir vielleicht sogar von der Streitbeilegung ab, weil mir der Anspruch und der Aufwand, den ich betreiben muss, dafür insgesamt zu hoch ist? Anders gefragt, wie steht es um den Rechtsstaat im 21. Jahrhundert im Bereich geringer Streitwerte im 21. Jahrhundert? Und was können wir vielleicht als Handlungsbedarf für die Zukunft ableiten? Darüber möchte ich sprechen mit vier, wie ich finde, ganz interessanten Gästen, die alle eine andere Perspektive mitbringen und die ich ganz kurz vorstellen möchte. Ich begrüße zuerst in München Professor Dr. Thomas Riem. Er ist Professor an der Universität Passau und hat dort seit 2013 einen Lehrstuhl für deutsches und europäisches Privatrecht, Rechtstheorie und Zivilverfahrensrecht und ist außerdem als Schiedsrichter in nationalen und internationalen Schiedsverfahren tätig und bringt uns quasi die rechtswissenschaftliche Perspektive in die Diskussion. In Berlin begrüße ich Daniel Heimer. Herzliches Hallo nach Berlin, der als Diplomkaufmann, Rechtsanwalt, Gründer und Geschäftsführer von Conny und uns die unternehmerische und freie Legal Tech Perspektive gerne näher bringen möchte. Conny ist eine Online-Plattform für verschiedene Rechtsservices, insbesondere aus dem Miet-, Arbeits- und Telekommunikationsrecht. Dann haben wir zu Gast Frau Sonja Ebert-Schlag. Hallo nach Leipzig, die bis August 2021 Richterin am Amtsgericht war. Jetzt ist sie zertifizierte Mediatorin und Supervisorin. In ihrer Supervision ist sie auch tätig in einem Forschungsprojekt mit dem Titel Digitale Präsenz bei Gericht der Justiz im Saarland. Und außerdem setzt sie sich für die Digitalisierung ein. Sie absolviert gerade sogar einen Masterstudiengang IT und Recht an der Universität Saarbrücken und ist außerdem Co-Herausgeberin der Zeitschrift Recht Innovativ. Und schließlich haben wir auch die anwaltliche Perspektive. Herzlich willkommen, Anisa Liebeton. Hallo nach Heinsberg. Frau Liebeton hat nach dem zweiten Examen ihre eigene Kanzlei gegründet, mittlerweile mit Standorten in Heinsberg und Düsseldorf. Und berät ihre Mandanten vor allem im Familienrecht, Sozialrecht, Betreuungsrecht und Mietrecht und setzt vor allem auf ein digitales und nachhaltiges Konzept in ihrer Kanzlei. Das sind also unsere Gastrednerinnen. Wie wird das Ganze hier gleich ablaufen? Wir hören in den folgenden knapp 90 Minuten zuerst einen Impulsvortrag von Professor Riem, der sich netterweise bereit erklärt hat, uns einen Überblick zu geben über die Landschaft der Rechtsdurchsetzung und vor allem seinen eigenen Reformvorschlag dazu präsentieren möchte. Im Anschluss wollen wir darüber diskutieren mit unseren vier Gästen, aber auch mit euch als Zuschauerinnen und Zuschauer. Ihr seid also herzlich eingeladen, dafür die Chat-Funktion zu nutzen. Ich werde mich bemühen, die Chatbeiträge nach Möglichkeit einzubinden. Ansonsten gucke ich in Richtung von Professor Riem und würde sagen, wenn Sie soweit sind, Herr Professor Riem, freuen wir uns auf Ihren Vortrag. Sehr gerne. Vielen herzlichen Dank. Erstmal vielen herzlichen Dank an Recode Law und besonders an Sie, Herr Rabe, für die Organisation dieses Panels und vor allem der ganzen Digital Justice Conference. Ich bin begeistert und als Vertreter der Wissenschaft eher beschämt, dass es gerade die Studierenden sind, also begeistert vor allem, aber für uns ein bisschen beschämt, dass es die Studierenden sind, die dieses wichtige Thema jetzt schon zum zweiten Mal so umfassend beleuchten und wirklich, man muss es sagen, krass voranbringen. Also ohne die Digital Justice Conference wäre, glaube ich, auch das ganze Diskursstand in Sachen Digitalisierung der Justiz noch nicht da, wo er jetzt steht. Also vielen, vielen Dank, dass Sie da die treibende Kraft sind. Und wenn wir aus Sicht der Wissenschaft da irgendwie unterstützen können, sehr gerne jederzeit. Und das ist eher peinlich, dass wir da nicht selbst auch mit so weit vorangehen, wie Sie das tun. Vielen Dank dafür. Ich habe jetzt ungefähr 20 Minuten Zeit, einen kurzen Überblick zu geben über die Landschaft der Rechtsdurchsetzung für geringe Streitwerte in Deutschland. Vielleicht vorneweg, was sind geringe Streitwerte? Da gehen die Meinungen sehr auseinander. Für die Schiedsgerichtsbarkeit alles, was unter 10 Millionen liegt, im Bereich der staatlichen Ziviljustiz spricht man davon eher vielleicht bei den Amtsgerichtsstreitwerten unter 5.000 Euro. Und wir haben gerade von Herrn Dickert gehört, dass die Schwelle, ab der in Deutschland geklagt wird, je nach Studie so ungefähr zwischen 1.500 und 2.000 Euro liegt. Es gibt diese berühmte Roland-Rechts-Report-Zahl, die von 1.800 Euro spricht, wo die Schwelle liegt, ab der
Parteien bereit sind, zu Gericht zu gehen, um ihr Recht durchzusetzen. Ich will mich da gar nicht festlegen auf eine konkrete Zahl. Ich möchte nur sagen, das, was mir jetzt gerade vorschwebt, wenn ich über geringe Streitwerte spreche, ist so ein Bereich unter 2000 Euro, bei dem man sich doch als Partei, je nachdem, wie man so situiert ist, die Frage stellt, lohnt sich das? Geht man dafür jetzt vor Gericht? Wie setzt man das durch? Und natürlich, je kleiner die Streitwerte, desto größer wird diese Frage, die man sich stellt. Aber ich möchte mich nicht auf irgendeine feste Zahl festlegen, weil das aus meiner Sicht auch nicht erforderlich ist. Nur jetzt, ich denke an Streitwerte unter 2000 Euro, wenn wir von geringen Streitwerten sprechen. Ich möchte zunächst die Grundprobleme darstellen, vor denen man steht, wenn man mit geringen Streitwerten zu tun hat. Also was sind sozusagen die Sachprobleme, die sich bei geringen Streitwerten anders stellen als bei großen Streitwerten, und da vor allem auf dieses sprichwörtliche rationale Desinteresse eingehen, das wir gerade auch schon gehört haben und das ich für einen sehr problematischen Begriff halte. Dann werde ich mir die gegenwärtige Landschaft anschauen, dann Vorschläge, die bereits existieren, für die Zukunft anschauen, wobei es bei der EU-Verbandsklage ja nicht um Vorschläge geht, sondern um eine existierende Richtlinie, aber wir wissen noch nicht, wie sie umgesetzt werden soll, und sie lässt viele Freiheiten. Und dann habe ich einen eigenen Vorschlag, den ich ganz am Ende in die Debatte teasern möchte, nämlich meine Idee von einer Verbraucherschiedsgerichtsbarkeit 2.0. Für alle, die jetzt schon Pickel kriegen, wenn sie von Schiedsgerichtsbarkeit im Zusammenhang mit Verbrauchern hören, ich kann das sehr gut verstehen, und es wird keine Schiedsgerichtsbarkeit sein im Sinne der klassischen Handelsschiedsgerichtsbarkeit. Da ist mir selber natürlich bewusst, dass das für Verbrauchersachen das ungeeignetste ist, was wir ungefähr haben, aber ich habe mir was anderes überlegt, was ich gerne in die Diskussion werfen und an den Gegenargumenten prüfen würde. Fangen wir aber vorne an mit den Grundproblemen geringer Streitwerte. Man spricht immer von dem rationalen Desinteresse. Für bestimmte Beträge würde man halt einfach nicht zu Gericht gehen. Da hat der Verbraucher aus rationalen Gründen kein Interesse, das durchzusetzen. Wie gesagt, wo die Schwelle liegt, ist offen, aber jedenfalls gibt es irgendwo eine Schwelle, unterhalb derer man von diesem rationalen Desinteresse spricht. Ich habe jetzt hier mal einen 100-Euro-Schein genommen, und gleichzeitig soll dieses Bild auch versinnbildlichen, warum ich den Begriff rationales Desinteresse für sehr, sehr schwierig in der Debatte halte. Weil wenn der 100-Euro-Schein einfach auf der Straße läge, würden Sie, glaube ich, keinen Verbraucher finden, der desinteressiert wäre, ihn aufzuheben. Wenn es also so einfach wäre, unser Geld, das uns zusteht rechtlich, zu bekommen, wie es ist, einen 100-Euro-Schein von der Straße aufzuheben, dann wäre niemand desinteressiert, dann gäbe es kein rationales Desinteresse. Wenn wir den Begriff rationales Desinteresse verwenden, dann schwingt immer so ein bisschen mit, naja, die Verbraucher, die wollen ja auch nicht. Die sind ja einfach zu faul und zu behäbig, ihr Geld dann auch durchzusetzen. Das Recht ist für die Hellen, und wer halt nicht so hell ist oder nicht so engagiert, der braucht sein Recht vielleicht auch nicht unbedingt. Ja, das ist das, was so mitschwingt mit dem Begriff des rationalen Desinteresses. Und ganz ehrlich, das trifft die Falschen. Verbraucher würden sich ihr Geld holen, wenn es halt leichter zu bekommen wäre. Wenn es so leicht wäre, unser Recht durchzusetzen, wie es ist, einen 100-Euro-Schein aufzuheben, dann würde man nicht nur den 100-Euro-Schein, sondern vielleicht sogar die 10-Cent-Münze aufheben, wenn sie gerade vor einem liegt. Sprich, wenn das Recht so leicht durchzusetzen wäre, wie es halt existiert. Was aber steht dann zwischen dem Verbraucher und seinem 100-Euro-Schein, sodass er ihn nicht einfach aufhebt? Das ist nicht die Faulheit des Verbrauchers. Das sind die Hürden, die der Staat errichtet, bis der Verbraucher an sein Geld kommt. Ich nehme Hürde jetzt mal als wertfreien Begriff. Ja, es sind einfach Schwierigkeiten da. Ich bin sicher, dass viele dieser Hürden wichtig sind, ja, und unverzichtbar sind. Wir haben einen Rechtsstaat. Nicht jeder kann mit seiner einfachen Rechtsbehauptung, mir stehen 100 Euro zu, sein Geld auch sofort bekommen. Natürlich brauchen wir rechtsstaatliche Verfahren. Aber die wirken nun einmal rein praktisch als Hürde. Es erschwert den Zugang zum Recht, wenn man dafür ein geordnetes rechtsstaatliches Verfahren durchlaufen muss, bis man sein Recht auch bekommt. Und der Schwerpunkt der Diskussion sollte also darauf liegen, zu gucken, was sind eigentlich die Hürden und wie kriegen wir die möglichst gering, sodass es eben leichter wird, an sein Recht zu kommen. Oder mit anderen Worten gesagt, rational ist das Desinteresse nur deswegen, weil der Staat es den Verbrauchern zunächst mal so schwer macht, an ihr Geld zu kommen, dass es dann aus Sicht der Verbraucher rational ist, zu sagen, na gut, den Aufwand, den treibe ich jetzt nicht für mein Geld, dann verzichte ich lieber auf das Geld. Aber das ist nicht, weil der Verbraucher desinteressiert wäre, sondern weil wir vorher ihm so viele Steine in den Weg gelegt haben, zum Teil, wie gesagt, durchaus
relevante Steine, zum Teil, wie ich finde, auch irrelevante Steine oder welche, die entbehrlich wären. Wir haben ihm so viele Steine in den Weg gelegt, dass es irgendwann für ihn rational wird, sich nicht mehr für sein Geld zu interessieren. Aber das ist kein Problem des Verbrauchers, es ist ein Problem der Steine in seinem Weg. Deswegen bin ich vorsichtig mit diesem Begriff. Von welchen Hürden spreche ich hier? Schauen wir uns mal den einfachsten Weg an, den die staatliche Ziviljustiz derzeit den Verbrauchern für geringwertige Verfahren anbietet. Und der sieht so aus. Also jeder, der mit UX-Design, mit Legal-Design zu tun hat, mit Benutzerinterfaces, kriegt hier Pickel. Das ist schon der komfortable Weg des Online-Mahnantrags. Es kommt danach ein ganz furchtbares Formular, das man ausfüllen muss. Und ich habe das neulich mit einer Schulklasse gemacht. In der Oberstufe, 11. Klasse, haben wir das mal ausprobiert. Die sind dran verzweifelt. Und es waren schlaue Schülerinnen und Schüler, die sich daran versucht haben. Aber dort wirklich alles auszufüllen und zu wissen, was es ist, die brauchten dafür juristische Beratung. Und das geht natürlich normalen, nicht juristisch beratenden Verbrauchern genauso, dass sie mit diesem Online-Mahnantrag schon größte Schwierigkeiten haben. Und es ist ja auch nur ein Mahnverfahren. Da kann ja noch danach sehr viel kommen, wenn die Gegenseite Widerspruch einlegt, dann kommt man ja ein richtiges Gerichtsverfahren, dann werden die Hürden noch mal viel höher. Aber hier, die Hürden in diesem Verfahren sind ja schon mannigfach. Das eine ist, wie kann ich sowas überhaupt ausfüllen, wie komme ich da ran? Und dann schauen Sie sich an, was von mir verlangt wird. Ich muss das dann auf Papier ausdrucken und dann auf dem Postweg übermitteln als Regelfall. BA und DE-Mail-Nutzer sind die meisten von Ihnen nicht. Das heißt, die zweite Option scheitert. Die dritte Option könnte funktionieren, wobei ich auch wenig Leute kenne, die mit der Online-Ausweisfunktion tatsächlich schon gearbeitet haben. Ich mache das selber. Es geht tatsächlich sehr einfach, wenn man es mal hat. Aber einen Kartenleser für die Online-Ausweisfunktion hat sicher niemand zu Hause. Die Ausweis-App mit dem Handy funktioniert gut. Allerdings auch das ich kenne ganz, ganz wenige Menschen, die das jemals ausprobiert haben. Es wird darauf rauslaufen, dass man es ausdruckt und abschickt. Und allein das sind Hürden, die einfach a, unnötig sind und b, Menschen davon abhalten, ihr Geld durchzusetzen. Natürlich nicht bei 1.500 Euro. Wenn man weiß, man würde es bekommen mit diesem Mahnbescheid, dann würde man das für 1.500 Euro ganz sicher machen. Aber für 50 Euro ist schon die Frage und für 10 Euro erst recht, ob man das alles macht, wie viel Zeit muss man aufwenden für Ausdrucken, zum Briefkasten laufen, Briefmarke draufkleben, all sowas. Das sind ja auch zusätzliche Kosten. Also die Hürden sind groß, wenn Sie das vergleichen mit dem, was ich vielleicht als Benchmark für die private Rechtsdurchsetzung privater Forderungen mal ansehen würde, sowas wie der PayPal-Streitschlichtungsalgorithmus, den Sie einfach von der Smartphone-App morgens im Bett liegend ausfüllen und sagen, ich bin hier unzufrieden mit meinem Verkäufer, ich klicke an, der hat nicht geliefert oder die Ware war mangelhaft, ich fotografiere das Ding, das kaputt war, beschädigt angekommen ist, einmal und schicke es dorthin. Das alles mache ich am Samstagmorgen im Bett liegend und habe 24 Stunden später nicht nur die Entscheidung, dass ich mein Geld wieder bekomme, sondern 48 Stunden später auch mein Geld wieder, und zwar egal, ob der Verkäufer in Deutschland oder in China sitzt. Das ist die Benchmark, die halt nun mal momentan existiert für die Streitbeilegung. Und da, glaube ich, haben wir von dem Online-Mahnantrag noch einen weiten Weg zu gehen, bis wir in diese Richtung kommen. Erst recht haben wir Hürden, wenn wir dann im Bereich der echten Klage sind. Ein solches Schriftstück zu erstellen, ist für einen normalen, nicht juristisch vorgebildeten Menschen vollkommen unzumutbar. Nicht umsonst sind 88% der Kläger vor den Amtsgerichten anwaltlich vertreten. Ich weiß, es gibt Rechtsantragsstellen, da muss man erstens physisch hin und zweitens weiß das kaum jemand, dass es die gibt. Ein solches Schriftstück zu erstellen, den ganzen Formalismus eines Zivilprozesses durchzustehen, kriegt man ohne anwältliche Hilfe nicht hin. Und da ist die große Hürde, man muss zum Anwalt gehen und der kostet natürlich Geld, logischerweise muss er auch, denn es sind ja auch Menschen, die von ihrer Arbeit leben müssen. Also das ist jedenfalls aus meiner Sicht nur sinnbildlich für die vielen Hürden, die wir im zivilprozessualen Verfahren errichten müssen oder errichtet haben, bevor Menschen zu ihrem Geld kommen. Nochmal, ich behaupte nicht, dass diese Hürden alle weg müssen und dass der Verbraucher schlicht zum Gericht gehen soll und sagen soll, ich will mein Geld und dann kriegt das. Natürlich nicht.
Aber das ist einfach etwas, was mit einem rechtsstaatlichen Verfahren zwangsläufig verbunden ist, in gewissen Teilen. Wir brauchen ein kontradiktorisches Verfahren. Wir müssen der Gegenseite die Möglichkeit geben, Stellung zu nehmen. Wir müssen das sachlich sinnvoll anhand des Rechts prüfen. Das ist ein gewisser Mindestaufwand, den man nicht entbehren kann in einem rechtsstaatlichen Verfahren. Wir haben hier durch Formalismen noch viel extra Aufwand obendrauf, der meines Erachtens entbehrlich ist. Aber wir kommen um einen gewissen Kernaufwand bei der bestwilligen Digitalisierung von Verfahren nicht drumherum, weil wir einfach ein kontradiktorisches Verfahren nach rechtsstaatlichen Maßstäben gestalten müssen. Wir haben bei geringen Streitwerten noch ein weiteres Sachproblem, das unabhängig ist von diesen Hürden, das ist das wirtschaftliche Ungleichgewicht der Parteien. Ich habe das hier mal versinnbildlich anhand eines Bildes aus dem VW-Dieselskandal. Das sind zwar typischerweise keine geringen Streitwerte, aber es sind natürlich auch Massenverfahren. Das zeigt eine Sache sehr deutlich. VW hat nach dieser Pressemitteilung im VW-Dieselskandal bisher, und das die Meldung war von 2020, also die Zahlen müssen seither gestiegen sein, wohl 2 Milliarden Euro in die Rechtsverteidigung gesteckt, in Anwaltskosten. Ja, und das ist nicht natürlich nur in einen Prozess geflossen, aber viel von diesem Geld ist natürlich, investiert worden in Strukturen, die bei der Anspruchsabwehr ganz allgemein helfen. Die Entwicklung von Argumenten, die Bezahlung höchst qualifizierter Juristinnen und Juristen, die hier Argumente entwickeln, um sich aus der Haftung zu ziehen, die Haftung zu verneinen. Und das ist natürlich, das sind Ressourcen, die kann keine Klägerseite abbilden. Also nicht der einzelne Verbraucher, ist natürlich vollkommen utopisch, aber natürlich auch kein Verbraucherverband. Das ist ja ein Vielfaches der Jahresetats sämtlicher deutscher Verbraucherverbände, die hier in einem einzigen Verfahrenskomplex von der beklagten Seite aufgewendet wurden. Das steht natürlich nur sinnbildlich, aber es ist ja auch nicht so, dass Geld das Recht kaufen könnte. Aber gerade im Zivilprozess ist doch Geld, also in die Rechtsverteidigung oder in die Rechtsvertretung gestecktes Geld, enorm wichtig, weil der Zivilprozess aufgrund des Beibringungsgrundsatzes doch so ausgestaltet ist, dass es ganz extrem darauf ankommt, was die Anwältinnen und Anwälte vortragen für einen Sachvortrag. Und gerade in den Dieselfällen habe ich viele Akten gesehen, die schlicht am falschen oder schlechten Sachvortrag der Klägerseite gescheitert sind. Und das ist tatsächlich eine Frage der Qualität der Anwältinnen und Anwälte, die dort arbeiten, aber vor allem auch der Zeit, die sie investieren können in das Mandat. Und Zeit ist bekanntlich Geld, gerade bei Anwälten. Das heißt also, mehr Geld, das ich in einen Prozess stecken kann, auch in die anwaltliche Vertretung, bedeutet letztlich gründlichere Sachverhaltsaufarbeitung, besseren Sachvortrag vor Gericht und damit auch bessere Ergebnisse vor Gericht. Denn der Sachvortrag ist halt im Zivilprozess das wesentlich Entscheidende. Und aus meiner Praxis als Schiedsrichter sehe ich auch, dass viele Prozesse letztlich nicht am Recht scheitern, sondern am Sachvortrag, weil die anwaltliche Vertretung nicht gut genug ist. Und auch in diesen Schiedsverfahren sieht man natürlich, was Parteien, wenn es um viel Geld geht, auch bereit sind, an Geld auszugeben. Also auch in Standard-Schiedsverfahren sind Rechnungen, Anwaltsrechnungen im siebenstelligen Bereich absolut keine Seltenheit, wenn man sich mal verteidigt gegen einen 2- bis 3-stelligen Millionenbetrag. Jetzt sagen Sie, wir reden noch heute von geringen Streitwerten. Das stimmt, aber die geringen Streitwerte sind gering aus Sicht der Verbraucher. Sobald Sie eine Massensituation haben, geht es für das beklagte Unternehmen halt nicht mehr um einen geringen Streitwert. Und das meine ich mit wirtschaftlichem Ungleichgewicht. Wir haben einen Verbraucher, der kämpft vielleicht um 50 oder 100 Euro. Das Unternehmen weiß, Sie haben diesen Fall millionenfach. Das heißt, die kämpfen in diesem Verfahren nicht nur um 50 oder 100 Euro, sondern vielleicht um 50 oder 100 Millionen Euro und investieren dann eben auch und können auch ganz anders investieren in ihre Rechtsverteidigung. Und das können Verbraucher definitiv nicht leisten. Und dieses Ungleichgewicht spürt man natürlich bei den geringen Streitwerten, sobald diese aus Sicht der Unternehmen auch tauglich sind, also Massenverfahren betreffen. Das haben wir bei Diesel, das haben wir aber auch bei den von Herrn Dickert vorhin auch schon angesprochenen unwirksamen Banken-AGBs, wo wir oft kleine Beträge haben auf Seiten der Verbraucher. Aber für eine Bank ist klar, wenn hier eine Klausel für unwirksam erklärt wird, dann
habe ich das gleich millionenfach an der Backe von all meinen Kunden und dementsprechend investiert man ganz anders in die Rechtsverteidigung, was die Verbraucherseite schlicht nicht kann. So, was haben wir also aktuell an Möglichkeiten für Verbraucher, geringwertige Ansprüche durchzusetzen? Naja, das Einfachste ist erstmal die Einzelklage, einschließlich das Mahnverfahren. Und hier habe ich Ihnen mal den Prozesskostenrechner des DAV angeworfen für einen kleinen Streitwert, 50 Euro. Was kostet das? Was ist mein Prozesskostenrisiko, wenn ich auch eine außergerichtliche Vertretung vorher bei der Anspruchsgeltendmachung dabei habe? Ein absoluter Standardfall der ersten Instanz. Wenn ich 50 Euro einklagen will, habe ich ein Kostenrisiko, ein reines Kostenrisiko von 500 Euro. Also das Zehnfache meiner Klagesumme ist das Kostenrisiko. Der Erwartungswert, wenn Sie das ausrechnen, wie groß muss meine Erfolgswahrscheinlichkeit bei Gericht sein, dass sich das lohnt für eine rationale Partei, muss bei über 90% liegen, also die Erfolgswahrscheinlichkeit vor Gericht muss bei über 90% liegen, damit sich das rechnerisch lohnt, dieses Kostenrisiko einzugehen. Und wo haben Sie schon über 90%? Sie wissen, vor Gericht und auf hoher See ist man in Gottes Hand. Diese 90% Wahrscheinlichkeit können die wenigsten vorhersagen und damit ist es eben automatisch ein rationales Desinteresse zu sagen, ich klagt diese 50 Euro nicht in einem Einzelprozess vor dem Amtsgericht ein, weil mir das Kostenrisiko schlicht unvernünftig hoch erscheint. Da muss ich meiner Sache ganz extrem sicher sein oder ich muss rechtsschutzversichert sein und eine Rechtsschutzversicherung haben, die hier die Deckung zusagt. Das kann natürlich funktionieren, aber dann zahlt diesen Betrag eben die Gemeinschaft der Rechtsschutzversicherten. Kann man das beliebig senken? Ich denke, nein. Natürlich, die Gerichtskosten sind ein Faktor, den der Staat regulieren kann. Und natürlich könnte man hier drüber nachdenken, zu subventionieren. Aber Sie sehen, dass diese Gerichtskosten auch nicht so stark ins Gewicht fallen. Das Relevante sind die Anwaltskosten. Und da muss ich ehrlich sagen, und hier sind ja viele angehende Anwältinnen und Anwälte auch im Publikum, das ist eh schon wenig, 170 Euro für die Bearbeitung eines kompletten Zivilprozesses. Die Arbeit wird ja nicht weniger, bloß weil oben eine kleinere Zahl dasteht. Für 170 Euro arbeitet ein hochqualifizierter Großkanzleipartner oder Partnerin keine halbe Stunde. Und Sie kriegen so ein Verfahren natürlich in einer halben Stunde auch nicht gelöst mit allem, was dazugehört. Das ist ja einschließlich mündlicher Verhandlung und anderer. Also wenn wir wollen, dass anwaltliche Tätigkeit hochqualifiziert ist, und das brauchen wir natürlich auf der Klägerseite ganz genauso wie auf der beklagten Seite, das brauchen wir bei kleinwertigen Streitigkeiten genauso wie bei großwertigen Streitigkeiten, dann müssen wir auch dafür sorgen, dass das irgendwie ordentlich bezahlt wird. Und natürlich gibt es die Prozesskostenhilfe, aber die zahlt ja nur dann, wenn man sich die Prozesskosten nicht leisten kann. Wie wir hier an diesen Zahlen sehen, geht es aber eigentlich um Fälle, wo man sich die Prozesskosten sinnvollerweise gar nicht leisten will, wo es einfach irrational wäre, 500 Euro ins Risiko zu gehen, um 50 Euro durchzusetzen. Und da zahlt keine Prozesskostenhilfe, wenn man das Geld an sich hätte, aber eben rationalerweise sagt, das lohnt sich nicht. Das heißt also, diese Form der Einzelklage findet kaum statt, es sei denn, Sie haben eine Rechtsschutzversicherung dahinter stehen, dann kann man sowas natürlich mal machen, aber das wird ein seltener Fall sein. Und auch die Rechtsschutzversicherung prüft natürlich, ob grundsätzlich Erfolgsaussichten bestehen. Der Gesetzgeber hat vor einigen Jahren reagiert und hat eine weitere Möglichkeit geschaffen, nämlich die Musterfeststellungsklage, die ja speziell für die VW-Dieselprozesse erstmal kreiert wurde, aber das merkt man ihr auch an, denn die Musterfeststellungsklage ist doch eine sehr komische Geburt. Wir haben nur ausgewählte Verbände, die klagen können. Wir haben die Ausgestaltung, also bösartige Zungen würden sagen, bewusst so gewählt, dass der deutschen Industrie nichts passiert, dass die Musterfeststellungsklage keine praktischen Ergebnisse zeitigt. Und es ist auch bisher so, dass wir sehr wenige davon haben und auch wenig erfolgreiche und wenige, die wirklich effektiv zur Rechtsdurchsetzung führen. Wir haben ein großes Praxisrisiko bei der Anmeldung, weil dort die Verbraucherinnen und Verbraucher völlig alleingelassen werden und eine riesige Zahl an unwirksamen und fehlerhaften Anmeldungen produzieren, sich bei der falschen Musterfeststellungsklage anmelden oder gar nicht wissen, wo und wie und dann falsche Daten angeben und sowas. Also da gibt es ganz, ganz viel, was dort schiefläuft, was immer dazu führt, dass Ansprüche verjähren und dann endgültig verloren sind, weil man eben bei der Anmeldung das falsch gemacht hatte.
Wir haben das Grundproblem, dass wir ein zweistufiges Verfahren haben. Also es gibt erst den Musterprozess und dann die Einzelklage, die nach wie vor nötig bleibt. Und die Einzelklage ist genau die Einzelklage, die ich Ihnen kostenmäßig gerade dargestellt habe. Das bleibt zusätzlich noch nötig. Aber Sie müssen noch länger warten, bevor Sie dann diesen Einzelprozess führen können, weil Sie erstmal den Ausgang der Musterfeststellungsklage abwarten müssen. Und der dauert Jahre. Und ein praktisches Problem, das ist vielleicht ein bisschen wirtschaftlich ist, wir haben eine Streitwertdeckelung auf 250.000 Euro, die ist im Gesetz vorgesehen, für die Musterfeststellungsklage. Und das ist natürlich einerseits nett gedacht, das wird dann für die Anwälte dürfen dann nicht so viel abrechnen. Nach dem RVG kommen die ungefähr auf 8.000 Euro für die erste Instanz vom OLG. Die Idee dahinter ist einerseits natürlich, den Verbraucherverbänden, die hier klagen können, die Prozesskosten nicht über den Kopf wachsen zu lassen. Ja, die 8.000 Euro sollen die Verbraucherverbände schützen. Gleichzeitig denken Sie nochmal dran, Zeit ist Geld für Anwälte und Geld ist letztlich auch Qualität der Rechtsvertretung. Ich will niemandem persönlich so nahe treten, aber wenn man sich die Klagebegründung der Musterfeststellungsklage in dem VW-Prozess, ja, wo 400.000 Anmelder dahinten standen, also riesige Milliardensummen im Spiel waren, wenn man sich da die Klagebegründung anschaut, die war jetzt aus wissenschaftlicher Sicht nicht das Gelbste vom Ei. Nichts gegen die Anwälte persönlich, aber es ist natürlich so, dass man, wenn man kein vernünftiges Honorar bekommt, auch nicht beliebig viel Zeit und Qualität in sowas reinstecken kann. Und für 8.000 Euro arbeitet ein Großkanzleipartner, Partnerin für ungefähr 40 Stunden. Und in 40 Stunden machen Sie nicht einen Prozess von dieser Qualität. Sie bleiben, also sie zementieren mit dieser Streitwertregelung das wirtschaftliche Ungleichgewicht in der Musterfeststellungsklage. Und als Verbraucherverband können Sie es kaum erlauben, hier eine Honorarvereinbarung zu treffen, die darüber hinausgeht, weil Sie das Geld schlicht nicht haben. Also das bleibt zementiert und die Prozessfinanzierung funktioniert hier nicht. Also da ist nichts zu holen, auch für Prozessfinanzierer, weil bei der Musterfeststellungsklage am Schluss ja kein vollstreckbarer Geldbetrag rauskommt, von dem sich ein Prozessfinanzierer eine Scheibe abschneiden könnte. Also geht auch das nicht. Das heißt, die ist eine Totgeburt und böse Zungen sagen, es ist eine gewollte Totgeburt, diese Musterfeststellungsklage, damit eben zwar fürs Schaufenster sowas da ist, aber in der Praxis nichts passiert. Weiteres Instrument der Gegenwart, die Verbraucherstreitbeilegung vor branchenspezifischen Schlichtungsstellen. Das ist etwas, was relativ ordentlich funktioniert, allerdings mit ein paar Schwachstellen für Verbraucherstreitigkeiten zuständig. Das Schöne ist, wir haben dort ganz viele eigenständige branchenspezifische Schlichtungsstellen mit eigenen Verfahrensordnungen, die also sehr maßgeschneidert sind für die jeweiligen Rechtsstreitigkeiten. Es gibt ja Branchen, da gibt es nur ganz wenig verschiedene Rechtsstreitigkeiten, die auftreten können und da passt dann die Verfahrensordnung genau maßgeschneidert dafür. Anders als zum Beispiel die ZPO vor den Amtsgerichten, die ja alle Arten von Verfahren abdecken muss und dementsprechend rechtsstaatliche Maßstäbe halten muss, die für jedes Verfahren passen, kann man so eine Verfahrensordnung wesentlich effizienter gestalten, wenn man von vornherein weiß, dass nur bestimmte Verfahrensarten überhaupt auftreten werden. Die Verfahrenskosten werden immer von den Unternehmen getragen, typischerweise das 50 Euro pro Verfahren. Allerdings, erster Schwachpunkt, die Teilnahme ist für Unternehmen freiwillig und ausgerechnet die schwarzen Schafe in einigen Branchen nehmen eben auch nicht teil an der Verbraucherstreitbeilegung. Also da, wo am meisten Streit entsteht, gibt es dann keine Verbraucherstreitbeilegung. Zweiter Haken, es gibt keine vollstreckbaren Titel am Ende, sondern nur Einigungsvorschläge. Die Parteien können dann entscheiden, ob sie die annehmen wollen oder nicht, außer bei manchen Schlichtungsstellen, wo wir freiwillige Unterwerfungen haben, wo die Unternehmen also von vornherein sagen, ich werde alles, was bis 10.000 Euro geht, selbstständig erfüllen automatisch, ohne dass, also werde mich sozusagen von vornherein dem Schlichtungsvorschlag unterwerfen. Andere Player sind schon vorgestellt worden und da wird Herr Halmer nachher sicher auch gerade viel dazu sagen, deswegen mache ich das ganz kurz. Die Legal Tech Inkasso-Anbieter, hier ist mit Flightride ein berühmter und natürlich darf Conny nicht fehlen, wenn Herr Halmer hier auf dem Panel sitzt. Leichte Rechtsdurchsetzung versprechen diese Anbieter. Da gibt es dahinter ganz viele unterschiedliche Modelle, gerichtliche oder außergerichtliche oder beides, Anspruchsdurchsetzung mit oder ohne Zession. Also manchmal werden die Forderungen abgekauft, manchmal wird nur bei der Durchsetzung unterstützt, mit oder ohne Prozessfinanzierer dahinter. Häufig ist es so, dass Prozessfinanzierer dahinter stehen und dann natürlich auch ihren Anteil haben wollen. Manchmal werden Ansprüche gebündelt und in Massenklagen, Sammelklagen zusammengefasst. Manchmal werden sie einzeln durchgesetzt.
übergreifende Probleme sind, dass wir häufig hohe Provisionen haben. Auch das hängt vom Geschäftsmodell ab. Aber überall, wo ein Prozessfinanzierer dabei ist, brauchen wir diese Provisionen, damit die Prozessfinanzierer ihr Geld dann auch bekommen. Und das bedeutet am Ende, dass die Verbraucher halt nicht all das bekommen, was ihnen zusteht, sondern 25-30% davon abgeben müssen. Und diese Form der Durchsetzung ist dann nur für ganz bestimmte Arten von Ansprüchen geeignet, nämlich für solche, wo die Verbraucher vorher keinen realen Schaden hatten. VW Diesel ist das Musterbeispiel, da kriegen sie ja einfach nur Geld, obwohl sie mit ihrem Auto nie Probleme hatten. Aber auch die Fluggastrechte, Entschädigungen sind so ein Thema, weil sie einfach Geld bekommen, weil das Flugzeug zu spät war. Sie haben aber keine gleich hohe finanzielle Einbuße vorher gehabt, die sie unbedingt kompensiert brauchen. Das funktioniert wesentlich schlechter, zum Beispiel bei Verkehrsunfällen. Da wird niemand sagen, ich verzichte auf 30% meiner Reparaturrechnung und will nur 70% meines Schadens erstattet bekommen, wenn sie eigentlich 100% Anspruch hätten. Da wird das Modell wahrscheinlich nicht funktionieren. Also es braucht besondere Anspruchsarten. So, ich komme zum Finale, Blick in die Zukunft. Die EU-Verbandsklagenrichtlinie habe ich hier gerade kurz gezeigt. Die löst die Unterlassungsklagenrichtlinie ab und die Kernpunkte der Richtlinie sind, dass es weiterhin qualifizierte Einrichtungen sind, die diese Verbandsklagen durchführen können, also die Verbraucherschutzverbände vor allem. Allerdings, und das ist die große Neuerung und der große Fortschritt gegenüber der Musterfeststellungsklage, es gibt jetzt auch kollektive Abhilfemaßnahmen, also Schadensersatzansprüche oder Reparaturansprüche, die kollektiv durchgesetzt werden können, sodass wie es genau dann kommt, steht in der Richtlinie nicht, ob das ein Vollstreckungstitel wird oder ob nur festgestellt wird, dass die zahlen müssen, ist nicht ganz klar. Aber jedenfalls ist das aus der Verbandsklagenrichtlinie zu entnehmen, dass wir jetzt auch ein einstufiges Verfahren haben können. Die Mitgliedstaaten können wählen, ob es eine Opt-in oder eine Opt-out-Lösung gibt, also ob die Verbraucher automatisch mit drin sind und profitieren von der Verbandsklage oder ob sie sich anmelden müssen, wie aktuell bei der Musterfeststellungsklage. Es bleibt dabei, dass es um Verbraucherschutz geht. Und die Bindungswirkung auf weitere Prozesse bestimmt sich damit, dass dass das Verbandsklageurteil als Beweismittel im Individualprozess vorgelegt werden kann. Man weiß, also die Richtlinie hat viele Optionen, die gut funktionieren können, hat allerdings auch immer die Gegenoption, die nicht ganz so gut funktioniert. Das gilt auch für die Prozessfinanzierung, die ein ganz, ganz wichtiges Element ist in diesen Massenklagen, weil es die einzige Chance ist, dem wirtschaftlichen Ungleichgewicht irgendwie die Stirn zu bieten, das ich vorhin genannt habe. Die Prozessfinanzierer haben diese Finanzmacht, um den Großkonzernen dort irgendwie Paroli bieten zu können. Für alle anderen ist es aussichtslos. Auch da nach einschränkenden Kriterien ist es möglich, wenn die Mitgliedstaaten das zulassen. Die Umsetzungsfrist ist bis nächstes Jahr. Was in Deutschland daraus wird, hängt ganz stark davon ab, wer in der künftigen Regierungskoalition die Oberhand hat. Man hat ja anhand der Musterfeststellungslage schon gesehen, was passiert, wenn die große Koalition aus SPD und CDU sowas gestaltet, nämlich ein zahnloser Tiger. Und die Richtlinie lässt, man muss sagen, wegen des deutschen Einflusses bei der Richtlinienerarbeitung, die Option zu, einen zahnlosen Tiger draus zu machen. Sie lässt aber auch die Option zu, einen sehr scharfen Tiger draus zu machen. Und das hängt von der künftigen Regierungskoalition ab. Deswegen würde ich es wagen, Herrn Dickert ganz sanft zu widersprechen. Ich glaube, dass das doch ein sehr, sehr politisches Thema ist in der Modernisierung des Zivilprozesses, wie wir diese Verbandsklage umsetzen werden. Dann noch ein kurzer Vorschlag aus dem Thesenpapier der Arbeitsgruppe von Herrn Dickert, nämlich das beschleunigte Online-Verfahren, das dort vorgeschlagen wurde. Das hat noch keine konkrete Umsetzung gefunden, aber es ist ein Vorschlag, der im Raum steht. Für Streitwerte bis 5.000 Euro sollte ein formularbasiertes Verfahren eingeführt werden, das vollständig elektronisch geführt wird, mit zentralen Online-Gerichten, die möglich sind. Zunächst beschränkt auf massenhaft auftretende Streitigkeiten, also diese klassischen Streu- und Massenschäden. Klägerseite soll freiwillig entscheiden können, ob sie dieses Verfahren wählt oder das Standardverfahren. Ein Unternehmen müsste sich dem dann beugen, wenn die Klagepartei es gewählt hat. Alle Verhandlungen sollen online oder per Telefon stattfinden. Es soll der Freibeweis gelten. Also sozusagen ein bisschen abgespeckter und digitalisierter Zivilprozess. Das ist natürlich an sich erstmal eine gute Idee. Allerdings hat es viel einige Kritik auf sich gezogen. Schon mal diese Asymmetrie der Beteiligungsmöglichkeiten zwischen Kläger und Beklagtenseite ist schwierig, weil es für Klagen von Unternehmen gegen Verbraucher nicht geht. Wir haben grundsätzliche Probleme bei allen formularbasierten Verfahren, dass es immer schwierig ist, Sachverhalte einzubringen, die jenseits des Formulars sind. Das kennt jeder aus seiner Steuererklärung. Und dann ist die Frage, womit eigentlich diese Beschleunigung erkauft wird. Also werden da vielleicht rechtsstaatliche Maßstäbe geopfert?
wenn da schon der Freibeweis steht, wenn da die vollständig elektronische Kommunikation steht, dann ist die Frage, wie macht das mit Zeugenaussagen, wie kriegen wir die da rein? Gibt es also möglicherweise Abstriche bei der Rechtsstaatlichkeit der Verfahrensinhalte? Ist eine weitere wichtige Frage, also gibt es möglicherweise hier nur eine beschränkte Kognition, dann wäre es tatsächlich gefährlich, dass unsere staatlichen Gerichte Verfahrensarten anbieten, die nicht zu einer vollständigen Rechtsprüfung führen. Das ist meines Erachtens mit dem rechtsstaatlichen Anspruch der Justiz nicht vereinbar. Und dann natürlich die Frage aus der Gegenrichtung, warum eigentlich nur bis 5.000 Euro und warum überhaupt irgendeine Form von Beschränkung? Wenn man sich anschaut, was dort ist, vollständig elektronische Kommunikation und die Möglichkeit von Video- und Telefonverhandlungen, warum wollen wir das nicht ganz generell? Warum soll daran festgehalten werden, dass das papierbasierte Analogverfahren der Standard ist? Warum brauchen wir das überhaupt? Wollen wir nicht die Option jedenfalls für vollständig elektronische Verfahren immer haben, unabhängig von irgendwelchen Beschränkungen? Und jetzt ganz kurz zu meinem Diskussionsvorschlag Verbraucherschiedsgerichtsbarkeit 2.0. Wie stelle ich mir das vor? Nur in wenigen Stichpunkten. Ich stelle mir vor, dass wir die VSBG-Stellen aufwerten, diese Verbraucherschlichtungsstellen, die momentan gut arbeiten, aber auch so ein bisschen im Unbekannten arbeiten und eben mit einigen Defiziten ausgestattet sind, gesetzlicher Art, können die Stellen nichts dafür. Ich würde die gerne aufwerten zu einer Art nullten Instanz mit einer beschränkten Sach- und Rechtsprüfung außerhalb der staatlichen Ziviljustiz. Ich möchte also nicht in die Ziviljustiz ein neues beschränktes Verfahren einführen, so wie dieses beschleunigte Online-Verfahren, weil mir dafür der Ruf der Justiz zu schade ist. Es ging gerade viel um Vertrauen in die Justiz und das halte ich für ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und gerade vor diesem Hintergrund halte ich es für wichtig, dass die Justiz an ihren Qualitätsmaßstäben uneingeschränkt festhält. Also mit anderen Worten, wenn ich zum staatlichen Zivilgericht gehe, dann will ich eine Entscheidung bekommen, die auch wirklich zu 100% rechtsstaatskonform ist. Also voll ausermittelt, also nach dem Parteivortrag, den Sachverhalt voll festgestellt, volle Beweisaufnahme und eine umfassende rechtliche Würdigung mit dem Anspruch auf eine rechtlich abschließende Entscheidung. Natürlich gibt es Rechtsmittel, aber dass die Entscheidung an sich erstmal den Anspruch erhebt, im Namen des Volkes Recht zu sprechen und vollständig richtig zu sein. Und ich habe eingangs gesagt, mit diesem Anspruch verbunden ist eine gewisse Mindesthürde. Man kann diese Entscheidungsqualität nicht per Mausklick bekommen. Deswegen möchte ich nicht die staatliche Justiz, den Ruf der staatlichen Justiz gefährden, indem ich minderwertigere, klingt jetzt komisch, aber sozusagen Verfahren mit nicht dem gleichen rechtsstaatlichen Anspruch, die trotzdem gut genug für viele Fälle sind, in die staatliche Justiz holen, sondern die würde ich gerne außerhalb lassen. Man müsste dafür die Verbraucherschlichtung upgraden, indem man ihr zum einen die Möglichkeit gibt, bindende Entscheidungen zu treffen, was ihr aktuell verboten ist durch den § 5.2 des VSBG. Die IDA-Richtlinie lässt das zu. Also in anderen Staaten gibt es das auch, dass es bindende Entscheidungen der Schlichtungsstellen gibt. Die müssten dann nach meiner Auffassung auch Vollstreckungstitel sein können, indem sie quasi mit Vollstreckungsbescheiden gleichgestellt werden. Und ebenso wie bei Vollstreckungsbescheiden würde ich mir auch wünschen, dass es dann einen niederschwelligen Rechtsbehelf zum Amtsgericht gibt. Also wie ein Einspruch gegen den Vollstreckungsbescheid, der sofort dann einen vollen Prozess startet. Wo ich mir noch nicht sicher bin, und da bin ich für Input sehr dankbar, ist, was machen wir mit den Unternehmen? Müssen die mitmachen oder nicht? Für beides sprechen aus meiner Sicht gute Gründe. Die Absicht ist, wir stärken die Verbraucherschlichtungsstellen und das Schöne ist, die sind ja alle privat organisiert, haben alle ihre eigenen Verfahrensordnungen, können mit denen also beliebig experimentieren. Wir müssen nicht alles auf einmal lösen, sondern vielleicht fängt eine ganz kleine Schlichtungsstelle, die zwei Verfahrensarten hat, einmal damit an und sagt, wir probieren das mal aus für uns und dann können wir auch gleich voll digitalisieren und vielleicht sogar automatisieren. Und also Schlichtungsvorschläge auch teilautomatisiert generieren zu lassen. Wenn ich nur einen ganz kleinen Verfahrensbestand habe und ganz wenige Verfahrenstypen habe, geht es viel leichter, als zu versuchen, ein Amtsgericht zu automatisieren. Vorbild könnte dann die PayPal-Schlichtungsplattform sein, die sowas ja schon massenhaft macht mit sehr, sehr hoher Kundenzufriedenheit. Weniger als 1% der Entscheidungen der PayPal-Schlichtungsplattform werden vor den Amtsgerichten angefochten. Und so kann ich mir das auch in der Verbraucherschlichtung vorstellen. Jetzt habe ich leider überzogen. Ich halte mich dafür in der Diskussion zurück und bin sehr dankbar, die Möglichkeit bekommen zu haben. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank, Herr Professor Riem, für diesen super anschaulichen Vortrag. Das ist, glaube ich, eine ganz tolle Diskussionsgrundlage, nicht nur durch Ihren eigenen Diskussionsvorschlag, sondern auch um die Darstellung der Rechtsdurchsetzungslandschaft für geringe Streitwerte. Ich möchte jetzt auch die anderen drei Gäste gerne ins Boot holen und möchte das tun, indem wir auf die Statements Bezug nehmen. Wir hatten unsere Gäste vorher angeschrieben und darum gebeten, dass sie ein kleines Statement vorher einreichen, mit dem man arbeiten kann.
und möchte gerne mit Ihnen, Herr Heimer, kurz anfangen. Sie haben nämlich ein, wie ich finde, sehr starkes Statement eingereicht, in dem Sie sagen, Legal Tech-Angebote sind eine wesentliche Funktionsbedingung in einem modernen Rechtsstaat. Und auch wenn man Ihre Homepage Conny besucht, findet sich da noch eine ganz interessante Darstellung. Ich bin nämlich auf folgenden Satz dort gestoßen, in dem Sie Ihre Philosophie beschreiben und dort auch sagen, jeder noch so kleine Wertanspruch soll seinen Weg ins Rechtssystem finden können. Jetzt vor dem Hintergrund, dass Professor Riem ja auch die Legal Tech-Unternehmen schon einbezogen hatte in die Rechtsdurchsetzungslandschaft, die also eine gewisse Anerkennung gefunden haben. Sagen Sie jetzt also, Legal Tech-Angebote sind nicht nur ja, hinreichend und möglich, sondern notwendige Funktionsbedingungen. Und da noch einmal nachgefragt, welches ist die Philosophie dahinter? Und ist es wirklich so, dass wir jeden Wertanspruch durchsetzen müssen? Oder gibt es nicht irgendwo auch ein Interesse, dass wir bestimmte Dinge nicht in die Streitbeilegung und Rechtsdurchsetzungsschiene treiben? Beantworte ich sehr gerne. Und wenn Sie mich am Rand des Bildschirms gesehen haben bei Professor Riems Vortrag, dann haben Sie mich sehr viel nicken sehen, weil ich mit fast 100% der Analyse völlig übereinstimme mit der Conclusio, das auf die Verbraucherverbände oder die Schlichtungsstellen zu fokussieren. Da muss ich noch mal ein bisschen drüber nachdenken, das höre ich zum ersten Mal, habe da initiale Meinungen dazu, aber vielleicht zu meiner These. In der Tat bin ich der Überzeugung, dass in einem modernen Rechtsstaat auch ein 10 Euro oder in einem Beispiel von Professor Riemann 50 Euro Anspruch durchsetzbar sein muss. Die Rede war vom Justizgewähranspruch und der ist in der Tat auch in einem Bundesverfassungsgerichtsurteil mal angeklungen, wenn auch nicht in der Schärfe, dass er jetzt justiziabel wäre. Anders formuliert, es gibt im Rechtsstaat keine Bagatellgrenze und wer einen Inhaber eines 10-Euro-Anspruchs als Querulanten abtun möchte, der hat quasi den Rechtsstaat nicht verstanden. Das ist sozusagen mal die Problemdiagnose, die ich insofern 100% mit Professor Riem teile. Meine Conclusio, weshalb ich auf Legal Tech abstelle, und ich glaube, diese These ist auch durchaus vereinbar mit dem Lösungsvorschlag, der jetzt vorgestellt wurde, ist, dass jegliche Art von geringwertiger Anspruchsdurchsetzung nur dann kostendeckend sein kann, wenn es automatisiert abläuft. Welcher Form auch immer. Das mag privat, das mag staatlich organisiert sein, aber es muss technologisch basiert sein. Sonst lohnt sich sozusagen, ist es insgesamt ineffizient, 10-Euro-Ansprüche durchzusetzen. Das heißt, die Kosten, die variablen Kosten der Anspruchsdurchsetzung und auch Entscheidungsfindung müssen letztendlich weniger als das sein. Sonst ist es volkswirtschaftlich ein Verlust. Ich bin der Auffassung, dass dass es ein gewisser Systembruch ist, wenn man bei der Durchsetzung privatrechtlicher Ansprüche wiederum auf staatliche Institutionen setzt. Warum? Der Staat, der Gesetzgeber, hat grundsätzlich zwei Möglichkeiten, regulierend in den Markt einzugreifen. Einmal durch öffentliches Recht, Polizeirecht, Ordnungswidrigkeitenrecht, Verbote, die er dann sanktioniert, deren Einhaltung er aber auch überwachen muss. Und die zweite Variante ist das Private Enforcement, der etwas modernere Ansatz, bei dem der Gesetzgeber dem einzelnen Anspruchsinhaber oder dem einzelnen Geschädigten, in Anführungszeichen, privatrechtliche Ansprüche an die Hand gibt, die dieser dann unter der Annahme von ausreichend geringen Transaktionskosten im eigenen Interesse effizient durchsetzt. Dieser zweite modernere Ansatz ist der, den der Gesetzgeber fast überwiegend gewählt hat in den Bereichen, in denen jetzt Legal Techs unterwegs sind. Deshalb wäre es aus meiner Sicht ein gewisser Systembruch, wenn man dann diese privatrechtlichen Ansprüche wiederum bei der Durchsetzung in staatliche Hände geben würde, sprich dort Verbraucherschlichtungsstellen oder Verbände, die ja dann, so verstehe ich jedenfalls den Vorschlag, auch mit Steuergeldern finanziert werden müssten und nun einen relativ geringen Kostenanteil bei den Prozessbeteiligten vorsehen würden, wenn man das dort hinverlagern würde, da wäre es doch dann eigentlich effizienter, das Ganze gleich hoheitlich und öffentlich-rechtlich zu regeln, also eine Mietpolizei, eine Flugverspätungspolizei etc. pp. Das wäre mal eine Gegenfrage und Professor Riem, Sie haben ja auch Kritik heraus oder darum gebeten, sich den kritischen Argumenten zu stellen, also das wäre ein Kritikpunkt, System Fremdheit bei der Durchsetzung privatrechtlicher Ansprüche. Und vielleicht darf ich noch ein, zwei Aspekte, die ich mir mitnotiert habe, noch anschließen, wo ich eine leicht andere Ansicht oder leicht anderen Akzent setzen würde. Zum einen nur der Kommentar, dass natürlich der Sachvortrag, die
die Jure das Ausschlaggebende sein müsste de facto. Und das ist auch bei den Dieselklagen ja ganz erheblich der Fall gewesen, spielt auch Rechtsgutachten von gekauften Rechtsgutachtern eine Rolle. Und wenn ein Landrichter vor einer 500 Seiten starken Rechtsgutachten seines akademischen Lehrers sitzt, dann ist die psychologische Wirkungsmacht sehr gewaltig. Das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen. Und diese Gutachten sind, auch ich habe sie ja selbst auch gelesen in diesem Fall, zum Teil an der Grenze und auch jenseits der akademischen Glaubwürdigkeit. Der zweite Punkt, Rechtsschutzversicherung, da möchte ich nur kurz erwähnen. Die meisten Rechtsschutzversicherten haben 150 Euro oder 250 Euro Selbstbehalt. Und auch dann kann man wieder diese Rechnung aufmachen, die sie aufgemacht haben mit 50 Euro. Da ist dann der Schwellenwert vielleicht nicht bei 90%, sondern vielleicht bei 75%. Aber es geht durch die Rechtsschutzversicherung nicht weg. Auf der anderen Seite sind deutlich mehr Menschen rechtsschutzversichert, als man denken möchte. Circa 50% der Haushalte haben irgendwo eine Rechtsschutzversicherung rumfliegen. Also das schon mit einzubeziehen in den Gesamtkontext meines Erachtens. Dann möchte ich noch einen Aspekt ergänzen, der, glaube ich, sozusagen, der für uns auch sehr, sehr relevant ist. Wir haben das Thema Bankgebühren schon angesprochen, aber generell bei kleinen Ansprüchen. Die Technologie, die Durchsetzungstechnologie, die es im Grunde erlauben soll, nahezu null variable Durchsetzungskosten zu haben, die führt noch zu einem anderen spieltheoretischen Vorteil gegenüber der übermächtigen Gegenseite. Ich nenne das Nadelstichtaktik. Wenn und weil wir 50-Euro-Ansprüche zu 0-Euro variable Kosten geltend machen können und bis zum gerichtlichen Mahnverfahren auch gerichtlich geltend machen können, machen wir das und wir wissen, dass die Gegenseite nicht so stark technologisch aufgerüstet ist. Das heißt, wenn ich eine Bank bin und weiß, ich bekomme einen Brief von Conny, wo 50 Euro geltend gemacht werden, dann weiß ich, ich habe Verteidigungskosten, die weit über diese 50 Euro hinausgehen. Das heißt, der Einigungsdruck einfach im Hinblick auf die Kostenseite der Beklagten, der Forderungsschuldner, mag dazu führen, dass Fälle gesettelt werden, ohne dass wir überhaupt in die gerichtliche Durchsetzung gehen müssen. Und das ist ein ganz entscheidender Aspekt, glaube ich, sozusagen, der ein bisschen zum Mächte- und Waffengleichgewicht beitragen kann, dass man Technologie einsetzen kann, um den Einigungsdruck erheblich zu erhöhen auf der Gegenseite, ohne dafür 2 Milliarden Euro Anwaltskosten generieren zu müssen. Sozusagen, unser Leverage ist die Technologie. Das vielleicht als Eingangsstatement meinerseits. Vielen, vielen Dank. Da steckt ja schon einiges drin. Insbesondere dieses Schnittverhältnis von Private und Public Enforcement finde ich ganz interessant. Da würde ich nachher nochmal drauf zurückkommen wollen. Insbesondere jetzt aber auch Ihr Ausgangsstatement, Technologie als Leverage, passt ganz gut zu einem anderen Eingangsstatement. Frau Ebert-Schlag, Sie hatten formuliert, um technische Innovationen im Rahmen von Konfliktbewältigung konstruktiv nutzen zu können, benötigen Juristinnen und Juristen künftig nicht nur die Kompetenz, technologische Abläufe zu verstehen, sondern vor allem die menschliche Qualität, die einen ethischen und verantwortungsvollen Umgang damit ermöglicht. Da stellt sich noch ein bisschen die Frage der Vereinbarkeit von jetzt diesem technologischen Leverage, den Herr Heimer ins Spiel bringt, und der menschlichen Qualität. Klar, wenn wir bei Rechtsdurchsetzung und Streitbeilegung sind, geht es ja nicht nur um Legal-Tech-Unternehmen, aber generell gefragt, was meinen Sie genau mit menschlicher Qualität und wie können wir das sicherstellen und gleichzeitig die Digitalisierung vorantreiben, für die Sie sich auch sehr einsetzen? Ja, vielen herzlichen Dank und auch vielen Dank an Professor Riem für diesen sehr inhaltsreichen, wertvollen Vortrag. Technologische Leverage, ja. Ich bin der Meinung, dass wir uns immer fragen müssen als allererstes, wo wollen wir denn überhaupt hin? Und dass bei allem digitalen Denken, was im Moment die Zeichen der Zeit einfach sind. Die Legal Tech Unternehmen sind der Justiz da um Lichtjahr voraus. Und wenn man sich die PayPal-Plattform anschaut, bietet sie Verbraucherinnen einfach eine wunderbare Zugriffsmöglichkeit auf das Recht, viel leichter verfügbar als die Justiz das je könnte in ihrer jetzigen Form, einfach niederschwelliger. Also wo will die Justiz letzten Endes hin? Zum einen muss man da, denke ich, auf die Richter und Richterinnen schauen, die diesem Massenverfahren gegenüberstehen und das irgendwie bewältigen wollen, was angesichts der Personaldichte der Justiz nicht ganz einfach ist.
und auf der anderen Seite eben, wie Professorin das ja eingehend geschildert hat, auf die Menschen, die sich an die Justiz wenden und deren Überlegungen im Hinblick auf das Kostenrisiko. Jetzt muss man sich aber fragen, will man denn diese ganze Verantwortung wirklich an die Legal Tech Unternehmen abgeben, wie Herr Heimer das ja letzten Endes so befürworten würde? Der Verbraucher entscheidet, das befürworte ich. Ja, richtig, genau. Aber in dem Moment, wo ich in die Richtung immer mehr gehe und die Justiz so hinterherhinken lasse, wie das jetzt im Moment ja noch der Fall ist, gerät tatsächlich dieser Justizgewährungsanspruch aus meiner Sicht in Gefahr. Wenn vor Gericht wird auch Recht fortgebildet, die Menschen vertrauen in das Recht und es entwickelt sich weiter. Wenn ich das alles auf private Unternehmen auslagere, wird es irgendwann schwierig. Zumindest muss die Justiz sich irgendein Standbein verschaffen, denke ich, was dem gleichkommt. Dann können Verbraucher und Verbraucherinnen sich ja immer noch entscheiden, wo sie sich nun lieber hinwenden wollen und wo es für sie vielleicht effizienter, schneller oder günstiger geht. Aber das gar nicht zu tun, halte ich im Moment für fast schon fahrlässig. Wenn man das möchte, muss man eine Strategie einschlagen, die ich von der Professorin in einem anderen Kontext auch schon mal gehört habe, nämlich digital denken. Also man muss sich von dieser papierbasierten Version, wie wir sie bislang kennen, ich bin über 20 Jahre lang Richterin gewesen, und weiß, wie das läuft und wie man das eins zu eins umsetzen könnte. Digital ist mir auch irgendwie klar. Aber genau das finde ich nicht den richtigen Ansatz, sondern wir müssen schauen, was machen diese Legal Tech Unternehmen, was machen sie richtig und wieso haben die den Bedürfnissen der Verbraucher besser nahe als wir? Warum wenden sich so viele Menschen dorthin? Und da wäre ich halt ein Fan davon, zu sagen, wir denken nicht nur digital, sondern wir denken bedürfnisorientiert. Wir schauen, wie nehmen wir alle mit. Da meine ich jetzt gerade nicht unbedingt diese Fälle, die wir unter Digital Divide fassen, die sich gar nicht erst mit den digitalen Techniken so gut auskennen oder nicht so die zur Verfügung haben, sondern vielmehr die Frage, was ist das Bedürfnis, das dahinter steht? Und wir kennen alle diese Urteile, die anfangen mit, die Parteien sind Nachbarn. Wenn ein Jurist, eine Juristin diesen Satz liest, weiß er oder sie meistens schon, dahinter steht ein Riesenkonflikt, der sich über viele Jahre schon aufgebaut hat. Diese Menschen sind mit solchen Online-Verfahren, wo sie nur ihre Forderung eingeben können und dann irgendwann irgendein Ergebnis rausbekommen, vermutlich nicht gut bedient, sondern die brauchen was ganz anderes von Richtern und Richterinnen. Und das ist das, was ich mit meinem Eingangsstatement meinte, nämlich diese menschliche Seite. Die kommen zu Gericht, das ist auch gut erforscht, weil sie gehört werden wollen. Da kommt es darauf an, ein Ergebnis wird dann als gerecht wahrgenommen, wenn sich die Menschen, die diesen Streit haben, tatsächlich gehört fühlen in ihren Bedürfnissen. Und dafür braucht es aus meiner Sicht diese menschliche Qualität von Richtern und Richterinnen, die halt diese Online-Tools alle nicht bedienen können. Ich wäre also sehr dafür, in so eine Art Triage zu gehen, wie man sie aus dem medizinischen Kontext kennt, und zu sagen, ja, digitale Tools, aber für welche Streitigkeiten? Und darauf den Schwerpunkt des Denkens zu legen. Was ist wirklich das Bedürfnis, was wir hier befriedigen wollen? Wem wollen wir gerecht werden? Und dann zu sehen, es gibt ganz unterschiedliche Bedürfnisse, wo Menschen sich an die Justiz wenden. Ich habe so viele Fälle gehabt, wo Menschen zu mir gekommen sind, die ich dann irgendwie zu einem Vergleich begleiten konnte, einfach weil ich da war. Weil ich als Mensch eine gewisse Qualität mitbringe. Weil ich sie höre, weil ich sie annehme und weil ich beiden Seiten helfe, zueinander zu finden. Und dieses, meine ich, ist das Asset, die Qualität, mit der Justiz wuchern könnte. Das, worauf aus meiner Sicht viel mehr Schwerpunkt im Denken gelegt werden müsste. Was kann Justiz anbieten und wo ist das, was wir wirklich, was ist unser Angebot? Wo wollen wir hin? Und ich denke, dass ich bin ja Supervisorin vor allem für Güterrichterinnen, Güterrichter, dass diese Qualität, dieses ich bin da, ich als Mensch höre dich, ich bin die Person, die mit dir schwingt sozusagen, und zwar mit beiden Seiten. Und ich habe diese staatlich institutionalisierte Neutralität, die ich mit mir mitbringe. Das ist, glaube ich, das, was viele Menschen auch bei Gericht suchen.
Und ich finde jetzt diesen Vorschlag von Professorin gar nicht, geht eigentlich für mich in die gleiche Richtung, wenn man nämlich sagt, ich sehe die digitalen Lösungen vor allem bei den Verbraucherstreitigkeiten, wo nämlich Verbraucher einem übermächtigen Unternehmen gegenüberstehen. Und wo es dann gerade nicht darum geht, das ist mein Nachbar, mit dem ich mich schon seit Jahren streite, sondern das ist ein Unternehmen, mit dem ich mich ansonsten gar nicht anlegen würde. Wenn man da sagt, für diese Streitigkeiten sind diese digitalen Tools enorm geeignet. Also, wenn man nochmal zusammenfassend kurz, aus meiner Sicht ist eine Triage wirklich, die darauf basiert, wo liegen die Bedürfnisse der Menschen, die zu Gericht kommen, und danach orientiert zu sagen, dieser Seite bieten wir digitale Lösungen an und für diese Seite sind wir als Menschen da. Vielen Dank. Herr Rabe, Sie haben uns ja aufgefordert, interaktiv zu. Ich hätte direkt spontan ein paar Reaktionen, wenn ich darf. Ich will mich aber nicht hier reindrängen. Selbstverständlich. Nur ganz kurz ein paar Kommentare dazu. Also es ist völlig unstrittig, dass nicht für jegliches Rechtsproblem Legal Tech-Angebote funktionieren. Und natürlich menschelt es ganz, ganz oft. Und da wird auch kein sinnvoller, vernünftiger Legal Tech-Anbieter reingehen, dort, wo zwingend eine menschliche Interaktion erforderlich ist. Auf der anderen Seite, der Verbraucher, die Rechtssuchende soll wählen können. Wenn ich als Nachbar meinen Nachbarn einfach verklagen will, dann steht es niemandem zu, mir diesen meinen Wunsch abzuschlagen und mich in eine Schlichtung reinzuzwängen, die ich nicht will. Das ist auch Teil meines Verständnisses eines Rechtsstaates. Das ist ein Angebot. Ich habe auch so verstanden, dass das eine Wahlmöglichkeit geben sollte. Wir hatten das mal in Sachsen-Anhalt, ich bin alt genug, um das noch miterlebt zu haben, dass wir eine verpflichtende Streitschlichtung vorgeschrieben hatten für Streitigkeiten bis, weiß nicht mehr, 600 Euro oder so, war die Alternative entweder Mahnverfahren oder Streitschlichtungsstelle. Genau mit diesem Gedankengang, wir stärken jetzt diese Verbraucherstreitschlichtung. Was passierte? Es ging kein Mensch zu den Verbraucherstreitschlichtstellen, sondern alle Verfahren, die kamen, waren vorher im Mahnverfahren. Ne? Also das sind so... Aber das heißt doch, da stimmt doch der Rechtssuchende mit den Füßen ab, ne? Genau, ich bin da voll bei Ihnen, dass die Menschen, wenn sie in solchen Kontexten sind, die ja nicht emotional besetzt sind, eher wahrscheinlich zu der Legal Tech-Lösung greifen würden als zu der Verbraucherschlichtstelle. Aber diese Wahlmöglichkeit zu eröffnen, halte ich trotzdem für sehr sinnvoll. Da würde ich noch kurz einen Kommentar, weil das auch von Herrn Dickert gesagt wurde und jetzt wieder aufkam, das Thema Rechtsfortbildung. Legal Techs fördern tendenziell Rechtsfortbildung mehr als es im sonst der Fall wäre. Allein wir haben ja durch unser BGH-Urteil zum Thema Legal Tech-Rechtsfortbildung betrieben, aber nicht nur dort, sondern auch im Bereich Mietrecht. Flightrate hat, glaube ich, 5 EuGH-Urteile erstritten zum Thema Fluggastentschädigungen und das machen sie nur deshalb und machen wir auch nur deshalb, weil wir wissen, wenn wir diesen einen Fall durchstreiten und den teuren BGH-Anwalt bezahlen, der übrigens nicht nach RVG abrechnet in aller Regel, sondern pauschal sehr, sehr, sehr teuer ist, dann machen wir das nur deshalb, weil wir wissen, 1000 andere Fälle sind gleich gelagert und wenn wir den einen Fall in unserem Sinne geklärt bekommen, dann können wir die anderen auch durchsetzen. Also ich glaube, dass Legal Techs in diesem Sinne Rechtsfragen aufgrund der Bündelung interessant macht, um sie auch höchstgerichtlich klären zu lassen. Ich glaube, das ist auch eine wesentliche Funktion, der wir uns auch stellen in ganz vielen Bereichen. Ich könnte jetzt die Beispiele aufzählen. Aber ich glaube, umgekehrt wird da ein Schuh draus beim Thema Rechtsfortbildung. Okay. Ja, oder jetzt parallel. Ich muss einmal schauen, dass wir jetzt einmal noch Frau Liebeton in die Diskussion bekommen. Wir kommen darauf noch zurück. Ich verspreche es auf jeden Fall. Wir haben jetzt viel gehört zur Bedürfnisorientierung. Das ist ein ganz schönes Wort, das Frau Ewert-Schlag gerade mit in die Diskussion brachte. Und dieser Ruf, dass man den Zivilprozess bei seiner Modernisierung vor allem an den Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger ausrichten, hört man sehr, sehr häufig. Also fragen wir doch mal nach bei Frau Liebeton, bei der ja meistens die Bürgerinnen und Bürger doch noch zuallererst ankommen in dem Sinne. Welches sind die Faktoren, die Rechtssuchende auch im Bereich geringer Streitwerte gerne besonders befriedigt haben wollen? In Ihrem Statement sagen Sie, digitales Arbeiten ist in jeder Hinsicht nachhaltig. Das deutet schon zumindest darauf hin, dass eine gewisse Digitalisierung für den Rechtssuchenden auf jeden Fall ein Faktor ist. Was sind andere Faktoren, bei denen Sie merken, dass es für Ihre Mandanten sehr wichtig ist? Ist es tatsächlich eher ein materielles Interesse, auch bei geringen Streitwerten? Ist es doch die Qualität der Sach- und Rechtsfindung oder einfach eine gewisse Einfachheit, dass ich zu meinem Recht komme oder den Streit beilegen kann? Ja, also ich habe jetzt ganz viel in meinem Kopf, nach dem, was ich hier gehört habe. Aber wenn die meisten, die hier ankommen, haben natürlich eine Rechtsschutzversicherung. Wenn es aber eben um geringe Streitwerte geht, haben wir eben schon gehört, haben die meisten eben eine Selbstbeteiligung von
im Durchschnitt 150 Euro. Manche haben sogar mehr, 250 Euro. Und die überlegen sich das dann natürlich sehr gut, ob wir überhaupt was machen. Wenn ich denen die Kosten aufzeige, sagen die dann meistens schon, oh nee, dann muss ich ja jetzt das Risiko gehen, auf jeden Fall die Selbstbeteiligung bezahlen. Dann ist ein Faktor immer auch die Zeit, wenn ich dann, also die Fragen natürlich, wie lang läuft das Verfahren? Und ich habe jetzt zum Beispiel erst wieder eins abgeschlossen nach einem Jahr, wo es um 2.000 Euro ging. Ich habe 600 Euro verdient als Rechtsanwältin. Ja, wie soll ich das ordentlich beraten? Das funktioniert einfach nicht. Da ging es jetzt dann um Mängel in der Wohnung oder der Hauptpunkt waren Mängel an der Nebenkostenabrechnung. Das sind ja Dinge, die eigentlich wahrscheinlich, ich kenne mich jetzt im Legal-Tech-Bereich nicht so aus, aber es sind ja Dinge, die da geprüft werden könnten. Ja, und die Dame muss natürlich jetzt trotzdem die 150 Euro Selbstbeteiligung zahlen und regt sich natürlich darüber auf, weil sie nur einen Teil gewonnen hat des Rechtsstreits. Und ja, es ist einfach total schwer, so dass ich mittlerweile immer, wenn die Mandanten zu mir kommen, den Anspruch erhebe und sage, okay, wir können auch ein Gerichtsverfahren umgehen, indem wir uns jetzt einfach einigen und versuche dann außergerichtliche Einigung herbeizuführen. Aber eigentlich ist das ja nicht das, was die wollen. Natürlich fühlt sich am Ende des Tages jeder gut damit, wenn ich sage, jetzt ein klassisches Beispiel, es kam jemand und hat selber die Miete erhöht, das war falsch, weil der falsche Mietspiegel verwendet wurde und wollte um 100 Euro erhöhen und ich sage dann nach dem richtigen Mietspiegel können Sie um 50 Euro erhöhen, sollen wir uns nicht einfach auf die 50 Euro einigen? Ich habe jetzt einen Brief geschrieben, wir haben uns geeinigt, der Mandant ist glücklich, der Gegner ist glücklich. Im Moment berate ich einfach so, dass ich den Anspruch habe, okay, wir beenden es schnell, weil das ist auf jeden Fall ein Thema. Wobei da einfach hinzukommt, dass die Justiz gerade hier bei uns jetzt, wir sind ja der westlichste Kreis in Deutschland, hier läuft gar nichts über BEA. Also die fangen so langsam damit an, die Gerichte. Die stellen mit einem privaten Zustelldienst zu, wo die Zustellung teilweise 14 Tage dauert. Und es verzögert alles enorm. Und deswegen, ich kann viel schneller arbeiten, wenn ich es dann außergerichtlich beilege, dann ist jeder glücklich. Und ich sträube mich eigentlich im Moment schon gegen Gerichtsverfahren für kleine Streitwerte. Das ist auf jeden Fall ein deutliches Statement. Nehmen Sie sowas wie Legal Tech Angebote, gerade wenn Sie jetzt im Mietrecht unterwegs sind, eigentlich als eine Art Konkurrenz war, mit dem Sie jetzt plötzlich mehr als bisher unter Wettbewerbsdruck stehen? Oder ist es vielleicht sogar eher eine gewisse willkommene Ergänzung, dass Sie sagen können, ich kann solche Mandanten vielleicht doch mal auf einen Digitech-Weg verweisen und mich um die Mandate kümmern, die vielleicht ja ein bisschen lukrativer oder in dem Sinne komplexer sind? Ja, würde ich auf jeden Fall so sehen, dass man die als sinnvolle Ergänzung sieht. Also ich sehe das so, weil wie dieser Fall, von dem ich gerade gesprochen habe, es zieht sich über ein Jahr, man kriegt 600 Euro. Es hat sich für mich eigentlich gar nicht gelohnt. Wenn ich das runterrechne auf einen Stundenlohn, hätte ich auch, weiß ich nicht, Kellnern gehen können oder so, übertrieben gesagt. Aber da hätte in manchen Dingen ist es auf jeden Fall eine klasse Ergänzung und ich habe dann eben Zeit für andere Fälle, die ich dann sinnvoll nutzen kann. Ja. Vielleicht darf ich an der Stelle kurz einwerfen. Wir haben ein Programm auch spezifisch für Anwälte jetzt aufgelegt vor einigen Monaten, Conny für Anwälte. Da können Kolleginnen und Kollegen sich auf der Conny, also sich der Conny-Technologie bedienen, auch sich der Marke Conny bedienen, aber trotzdem selbstständig als Anwältin das Mandat bedienen und hoffentlich deutlich effizienter arbeiten, gerade für Standardfälle. Nebenkosten war ein Beispiel, Mietmängel. Sie definieren sozusagen, was Sie für die Informationen brauchen und wickeln das dann über die Conny-Plattform ab. Das wollte ich nur einwerfen. Okay, das wusste ich noch nicht. Dann ist das ein sinnvoller Einwand. Dann schaue ich mir das mal an. Sehr, sehr gut. Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf dieses Verhältnis von Private und Public Enforcement. Gerade wenn wir jetzt diese Prämisse von Herrn Heimer nochmal aufgreifen mit seiner These, jeder noch so kleine Wertanspruch soll durchgesetzt werden. Dann ist jetzt die zweite Frage, welchem Akteur weisen wir diese Rechtsdurchsetzung oder Streitbeilegung eigentlich zu? Und jetzt kann man sich auf verschiedene Extremstandpunkte stellen. Man könnte zum Beispiel sagen, Private Enforcement, müsste sich an der Justiz eigentlich überhaupt irgendwas ändern, wenn wir so clevere Köpfe wie Daniel Heimer haben, der doch solche Programme dafür entwirft und wir in dem Sinne das dem freien Markt überlassen können? Man kann auch das andere Extrem wählen und sagen, Public Enforcement, wir müssen die Justiz um jeden Preis dazu weiterentwickeln, dass wir ein komplettes Online-Verfahren haben und wir im Prinzip den kompletten Markt, der von Legal Tech-Unternehmen jedenfalls weitestgehend in Anspruch genommen wird, zur Justiz verlagern oder ein Hybrid wählen, zum Beispiel vielleicht das VSBG, das so ein bisschen in diese Richtung geht. Professor Riemen, wenn ich bei Ihnen nochmal nachfrage, wie beurteilen Sie dieses Verhältnis von Private und Public Enforcement in dieser Hinsicht? Und nochmal gefragt, muss die Justiz in dem Sinne wirklich was machen oder werden dann nicht
diese Legal Tech Plattform eine gewisse Alternative? Also ich bin da ganz bei Herrn Halmer. Ich sehe da überhaupt kein Konkurrenzverhältnis, ehrlich gesagt, weil die Legal Tech Anbieter, die nutzen ja gerade die Justiz. Wir haben von Herrn Dicker gehört, wie schlimm das ist, oder zu Recht, ja, die Klage über die wahnsinnig steigenden Zahlen bei Gericht. Wir haben jetzt 20 Jahre lang sinkende Zahlen gehabt und durch diese jetzt kommen auf einmal die Klagen, es ist alles überlastet. Ich verstehe das in beide Richtungen, ja. Nur Legal Tech führt nicht dazu, dass weniger Fälle bei der Justiz landen. Ganz im Gegenteil, die Legal Tech-Anbieter haben dafür gesorgt, dass für die Justiz, für die Rechtsdurchsetzung und wie Herr Halmer auch ganz richtig gesagt hat, für die Rechtsfortbildung ganz neue Fallgruppen erschlossen werden. Eben Fälle, die bisher nie bei Gericht gelandet sind, sind jetzt dort und werden durchgezogen und werden bis zum EuGH gezogen. Das ist erstmal für den Rechtsstaat im ersten Schritt ein sehr, sehr gutes Zeichen, weil das erstmal für mehr Rechtsdurchsetzung sorgt, auch in Bereichen, wo früher Unternehmen sagen konnten, ach komm, für die 50 Euro macht keiner was, da kann ich ja letztlich tun, was ich will, solange ich die Einzelschäden, die ich verursache, solange die gering sind, wird mir schon keiner was wollen und wenn einer klagt, dann zahle ich den halt. Das konnte man früher als Unternehmen, jetzt karikiert, problemlos sagen. Heute, wie Sie es richtig schildern, Herr Halmer, steht halt Conny vor der Tür und sagt, ich komme jetzt nicht nur mit einmal 50 Euro, sondern Sie wissen ganz genau, ich kann eine Kampagne starten, dann komme ich mit 100.000 mal 50 Euro um die Ecke und dann überlegen Sie sich dreimal, ob Sie diesen Rechtsbruch machen, ja oder nein. Also insofern ist es alles erstmal ein riesiger Gewinn, dass es da ist und kein Konkurrenzverhältnis. Es macht aber gleichzeitig auch auf was aufmerksam. Wenn es nämlich diesen Anbietern gelingt, 25-30% der bezahlten Summe einzubehalten, dann folgt daraus Verschiedenes. Das eine ist, was ich vorhin schon in meinem Vortrag sagen wollte oder auch gesagt habe, es geht nur bei bestimmten Ansprüchen. Das ist psychologisch so, wenn das Geld eh schon weg ist und man einen Teil davon wieder zurückholen kann, wie jetzt bei den weniger Miete, wo sie ja herkommen, Fällen, oder bei Sachen, wo ich das Geld von vornherein geschenkt bekomme, ohne einen eigenen Schaden zu haben, wie bei den Fluggastrechteverspätungen und bei den Dieselfällen. Das sind Sachen, da geht es super, da verzichtet jeder Verbraucher gerne auf die 25-30%, und weil es ist trotzdem ein Nettogewinn, der übrig bleibt. Das ist ganz anders bei realen Einbußen. Ich hatte vorhin das Beispiel Verkehrsunfall gebracht. Da wird man, glaube ich, wesentlich weniger Chancen haben, da ranzugehen, wenn es um die klassischen Reparaturkosten geht, anders wieder bei Schmerzensgeldansprüchen. Weil es immer, also es sind nur bestimmte Anspruchsarten, für die es sich lohnt. Und Frau Ebert-Stark hat ja auch zu Recht gesagt, es gibt ganze Gebiete, da wollen wir mit sowas nicht ran und sollten wir auch nicht ran. Also ich möchte niemals ein automatisiertes Sorge- und Umgangsrechtsverfahren sehen. Das ist vollkommen absurd, darüber nachzudenken. Das haben Sie auch gesagt, Herr Halmer. Was man aber an diesen 25-30% sieht, das ist das, was ich vorhin bei der Begriffskritik am rationalen Desinteresse beschrieben habe. Das misst eigentlich ziemlich genau die Lästigkeit der staatlichen Ziviljustiz. Diese 25-30% sind genau das, weil das ist ja am Markt gebildet, da gibt es ja Konkurrenz auf dem Markt. Das ist also ein marktgerecht gebildeter Preis für die Lästigkeit eines Zivilprozesses, wenn der Verbraucher ihn selber führen muss. Weil er ist bereit, genau auf dieses Geld zu verzichten, um es dann darüber zu machen. Und das ist völlig in Ordnung. Ja, dieses Angebot muss es geben und es ist ein wunderbares Marktinstrument, um rauszufinden, wie lästig unsere Zivilprozesse tatsächlich sind. Aber das sollte doch ein Ansporn für die Justiz sein, diese Lästigkeit zu reduzieren, damit, Herr Halmer, ich will überhaupt nicht an Ihr Geschäftsmodell, ich finde es fantastisch, dass es das gibt, sondern damit der Staat doch guckt, was ist eigentlich bei uns so schlimm, dass die Leute bereit sind, 25-30% von ihrem Geld wegzugeben, nur damit sie nicht bei uns klagen müssen, direkt, sondern eben den Legal Tech Anbieter zwischenschalten können, der ihnen je nach Modell die Ansprüche abkauft und dann alles erledigt. Und da, finde ich, sollte der Staat ran. Und über so Dinge, wie Sie, Frau Liebeton, jetzt gerade geschildert haben, dann brauchen wir gar nicht zu reden. Natürlich muss die Justiz sich digital abwickeln. Also muss ihre Verfahren digital abwickeln. Ich halte BEA nicht für die Top-Lösung der Welt, aber natürlich müssen wir digital kommunizieren. Wir müssen digitale Tools nutzen, allein schon aus justizinternen Effizienzgründen und weil eben, also das sind ja alles vollkommen unnötige Ineffizienzen, die durch diese Papierbasiertheit ins Verfahren kommen. Das ist, und vielleicht gelingt es dadurch, den Marktdruck auf die Anbieter zu erhöhen, dass sie vielleicht irgendwann nur noch 10-15% nehmen. Dann merken wir haben die Justiz verbessert, weil offensichtlich die Leute dann für 20% sagen, ach, das mache ich dann selber, so schlimm ist es auch nicht bei Gericht.
Also nur so sehe ich dieses Konkurrenzverhältnis. Ich sehe nicht, dass man da in irgendeiner Form jetzt regulatorisch eingreifen sollte. Und mein VSBG-Vorschlag ist auch nur eine weitere Schiene, die dort aufgemacht werden kann. Das ist natürlich der Gang zu einer VSBG-Stelle freiwillig, genauso wie ich bisher meinen Konflikt über PayPal lösen kann oder ich gehe direkt zum Amtsgericht. Aber es ist halt viel bequemer, zu PayPal erstmal zu gehen und erst, wenn ich mit der Entscheidung nicht zufrieden bin, gehe ich zum Amtsgericht. Und so auf die Art sind halt über 99% der Fälle schon weg. Genauso stelle ich mir das für eine VSBG-Stelle auch vor, dass sie eben ein Angebot ist, das idealerweise attraktiv genug ist, dass die Leute das nutzen, weil sie dort eben dann eben nicht die 25-30% abgeben müssen und trotzdem mit ein paar Mausklicks zum Ziel kommen. Aber das ist ein freies Konkurrenzverhältnis. Also da sehe ich gar keinen regulatorischen Bedarf. Darf ich direkt reagieren, weil ich ja ein paar Mal angesprochen wurde, indirekt zum Geschäftsmodell selbst. Vielleicht ein paar, also ich stimme mit den meisten Sachen total überein. Eine Anmerkung, warum sind es aktuell 30% Erfolgshonorar? Der wesentliche Kostentreiber auf einer Unit Economics Basis ist Marketing bei allen Legal Techs, die ich kenne. Das heißt, sie müssen den Kunden erstmal einkaufen über Google, Facebook und Co. Das ist wahnsinnig teuer, weil du in der Regel kein Repeat-Business hast. In der Regel kommt der Kunde einmal mit seiner Mietstreitigkeit und vielleicht hat er 3 Jahre später nochmal was. Ein durchschnittlicher Fluggast hat alle 7 Jahre eine Flugverspätung etc. Das heißt, der absolute Kostentreiber ist Awareness und Marketing. Und hier kann man meines Erachtens schon die Frage stellen, ist das nicht eigentlich auch Aufgabe des Staates, nicht nur Gesetze im Bundesgesetzblatt zu veröffentlichen, sondern auch quasi Werbung zu machen, die sozusagen der Service an Verbraucher, bestimmte Verbraucherrechte anzubieten, den auch publik zu machen. Warum wird nicht bei jeder Ummeldung ein Infozettel, Mietpreisbremse ausgereicht und so weiter? Aber Bottomline ist, je breiter und je flächendeckender LegalTech-Angebote werden und im Rechtsstaat bekannter werden, umso geringer sind die Marketingkosten, weil ich weiß, es gibt ein Angebot und ich habe hier keine großen mentalen Barrieren mehr, dass ich ein Rechtsproblem im Internet lösen kann. Das ist für uns beim Thema Miete einer der Hauptaspekte, warum es Leute nicht machen oder zögerlich sind, weil sie dem Braten noch nicht so ganz trauen. Und das wird sich über die Zeit erledigen. Das heißt, die aus den 30 Euro werden irgendwann 10 oder 5, 30% werden irgendwann 5% werden. Der zweite Aspekt, den ich noch, der ganz entscheidend aus meiner Sicht auch ist, Sie haben gesagt, Herr Professor Riem, dass die 30% ein Messwert für die Lästigkeit ist. Für die Lästigkeit und für die Risikoaversion der Bürgerinnen und Bürger. Wir haben einen konkreten Test gemacht beim Thema Bankgebühren. Wir haben drei Gebührenmodelle vorgestellt. 25 Euro Erfolgshonorar, aber es kann dann dauern. 10 Euro Cash auf die Kralle oder 69 Euro pauschales Anwaltshonorar oder Durchsetzungshonorar. Fast alle Kunden, was haben die wohl genommen? Die 10 Euro. Die 10 Euro. Wo man eigentlich denken würde, dass, und warum machen die das? Weil es risikofrei ist. Ja, und die 25 Euro ist natürlich viel mehr Geld, aber ich habe sie vielleicht in 12 Monaten und vielleicht habe ich auch gar nichts. Die Risikoaversion von Bürgerinnen und Bürgern, gerade bei kleinen Streitwerten, wenn es um Loss Aversion geht, ne, Sie hatten Windfall Profits genannt, da geht es um diese verhaltensökonomischen Aspekte. Ne, wenn ich einen Verlust habe, dann bin ich risikoavers, als wenn ich einen Gewinn zu erwarten habe. Deswegen für Windfall Profits ist die Risikoaversion geringer und so weiter. Aber das ist ein ganz erheblicher Aspekt, der, glaube ich, mehr als 50% hineinspielt in diese Gesamtbetrachtung. Also ein ganz spannendes Verhältnis zwischen privaten Trägern und Justiz. Herr Dr. Thomas Dickert ist noch dabei und schreibt im Chat ganz in eine ähnliche Richtung. Er schreibt, es geht nicht um Konkurrenz, sondern um sinnvolle Ergänzung. Der Staat darf aber Rechtsfindung nicht komplett dem privaten Markt überlassen, denn er hat eine Justizgewährungspflicht. Also doch ein ganz interessantes Verhältnis. Wenn ich jetzt nochmal bei Ihnen, Frau Ebert-Schlag, nachfrage. Sie waren ja erst lange in der richterlichen Perspektive und sind jetzt so ein bisschen gewechselt in eine, ich nenne es mal eher konsensuale Perspektive, vielleicht mit Mediation und Supervision. Viel, wenn man über diese gerichtliche und außergerichtliche Streitbeilegung spricht, dreht sich auch um die Frage, wollen wir eher ein kontradiktorisches Verfahren oder wähle ich eher eine konsensuale Streitbeilegung? Professor Riem hat in seinem Vortrag vorhin auch erwähnt, dass wir unbedingt ein kontradiktorisches Verfahren brauchen und die außergerichtlichen Streitbeilegungsverfahren bieten uns aber 4 konsensuale Möglichkeiten. Können Sie vielleicht aus Ihrer Erfahrung jetzt auch nach Ihrem Wechsel vielleicht etwas dazu sagen, wann typischerweise eher ein kontradiktorisches und wann eher ein konsensuales Verfahren gefragt ist und wie da dieses Verhältnis aussieht? Naja, ich war ja auch viele, viele Jahre lang Güterrichterin, da ist das ja ähnlich. Letzten Endes
kann man das gar nicht so pauschal jetzt beurteilen, wo ist das, was jetzt am besten geeignet. Ich glaube eher, wir müssen, wie Dr. Dickert es auch gerade schon so formuliert hat, die Justiz muss einfach aufpassen, wo läuft das Ganze hin und wie kann ich die Qualität sichern in Bereichen, die außerhalb der Justiz liegen. Wenn ich denn schon darauf hinlaufe, dass sowohl Mediation wie auch Legal Tech, das sind ja zwei Seiten der gleichen Medaille, nämlich einmal, dass wir wollen das möglichst schnell gelöst haben und das andere ist, wir wollen den Konflikt bereinigt haben, der dahinter liegt. Und ich denke, man muss da mal den Blick weiten und sich größer machen und mehr schauen, was ist das Dahinterliegende und wenn ich darauf hinauslaufe, dass das alles extrajudiziell sozusagen, also außerhalb der Justiz irgendwo angeboten wird, weil Verbraucher und Verbraucherinnen, Menschen das so nachfragen, dann muss ich aber doch irgendwie dafür sorgen, dass das auch qualitativ hochwertig geleistet werden kann. Denn die Justiz hat ja nun den Anspruch und das ist das, warum es sie auch eigentlich gibt als Säule der Gesellschaft, den Menschen gerecht zu werden. Und im Moment schaut irgendwie gar keiner da drauf, was da so am Rande wuchert. Sowohl im Bereich Mediation wie auch im Bereich Legal Tech sehe ich diese Probleme. Die Anwaltschaft hat lange versucht, das bei sich zu halten, das Mediationsfeld. Es ist nicht gelungen, aber gleichzeitig hat man den zertifizierten Mediator, die zertifizierte Mediatorin geschaffen, ohne das verbindlich zu machen. Und ähnliche Phänomene sehen wir jetzt auch bei den Legal Tech-Anbietern. Und ich glaube, der Staat hinkt einfach der Entwicklung viel zu weit hinterher. Und da muss mehr Geschwindigkeit ins Denken im Moment. Frau Libeton, wenn wir jetzt mal den Bogen schlagen zu aktuellen Reformvorschlägen. Wir haben von den Riemen einiges gehört. Jetzt wird vorgeschlagen, beschleunigtes Online-Verfahren. Er hat auch einen eigenständigen Vorschlag mit der Verbraucherschiedsgerichtsbarkeit 2.0 vorgestellt. Man hat aber auch mehr kollektive Rechtsschutzinstrumente bald durch die EU-Verbandsklage. Wie sehen Sie das aus der Perspektive der Anwaltschaft? Welches sind Reformvorschläge, die für Sie vielleicht besonders sinnvoll erscheinen? Oder auch ganz allgemein gefragt, was sind Ihre Gedanken dazu, was aus anwaltlicher Perspektive besonders wünschenswert wäre, zu ändern, auch mit Blick auf die Rechtspolitik? Also ich finde es gut mit den Verbraucherstreitbeilegungsstellen. Man kennt das ja manchmal aus so nachbarschaftsrechtlichen Streiten, wo man dann eventuell nochmal zur Gemeinde oder auch zu Gericht gehen kann. Aber ich finde als Anwältin, dass uns das in unserer Arbeit unterstützen würde und eben auch die Rechtsfindung und das Recht haben oder Recht bekommen für den Mandanten ein Vielfaches einfacher werden würde und wie gesagt auf jeden Fall abgekürzt. Da könnte man auf jeden Fall gut ausbauen. Genau. Ja, sowas wie die Musterfeststellungsklage ist ja quasi schief gelaufen, habe ich auch für nicht gut empfunden. Ja, und ich glaube, der erste Schritt, der mal gemacht werden sollte, ist wirklich dieses digitale Arbeiten und zumindest das BEA ordentlich nutzen und das EGVP, das würde schon einen enormen Vorteil bringen, gerade in der jetzigen Zeit. Und dann würden vielleicht auch alle merken, wie einfach das ist. Jetzt vielleicht als kleiner Einblick noch, ich hatte jetzt während der ganzen Pandemie nur einmal eine Ladung zu einer Online-Gerichtsverhandlung. Dann muss man sonst überall wieder hinfahren und das ist einfach total unwirtschaftlich. Also das kann man nicht leisten. Ich finde, wir sollten mal mit dem anfangen, was wir haben und dann kann der Rest ganz einfach fortentwickelt werden. Also viel auch Videoverhandlungen und elektronischer Rechtsverkehr. Wenn wir vielleicht diesen Gedanken der kollektiven Rechtsschutzinstrumente nochmal aufgreifen. Professor Riem, Sie hatten das ja auch schon angedeutet, Musterfeststellungsklage findet man eigentlich wenig an positivem Fazit, das wirklich geäußert wird. Ich hatte in der Vorbereitung, haben Sie einen Aufsatz, hatte ich von Ihnen gelesen, aus der Juristenzeitung 2016, der mit einem gewissen Plädoyer endet für kollektive Rechtsschutzinstrumente. Nochmal nachgefragt, ist die EU-Verbandsklage, wenn sie dann politisch so umgesetzt wird, wie Sie sich das vorstellen, wirklich ein Instrument, das da unsere Probleme lösen könnte, auch im Bereich geringer Streitwerte? Oder gibt es aus Ihrer Sicht Dinge, die man dabei vielleicht berücksichtigen sollte? Oder schwebt Ihnen doch ein ganz anderes Instrument vor? Also jetzt erstmal ganz unabhängig von der Verbandsklagenrichtlinie ist grundsätzlich der kollektive Rechtsschutz ein,
ein wichtiger Baustein. Er ersetzt den Individualrechtsschutz natürlich nicht. Wir haben viele auch geringwertige Streitigkeiten, die nicht kollektiv lösbar sind. Das Unternehmen von Herrn Heimer ist ein gutes Beispiel dafür. In vielen Fällen kann man das nicht kollektiv lösen, was dort in den Mietfällen im Einzelnen passiert. Da hilft uns das Kollektive nichts. Also man kann nicht sagen, machen wir jetzt alles kollektiv. Aber es gibt natürlich all diese Massenschäden, Streuschäden, wo wir mit kollektiven Instrumenten meines Erachtens vom Ansatz her erstmal weiterkommen. Einfach, weil wir potenziell, ich sage ganz bewusst potenziell, die Möglichkeit haben, dass wir dieses wirtschaftliche Ungleichgewicht, was doch ein großes Problem dieser ganzen geringen Streitwerte ist, in den Griff bekommen, wenn wir halt auch eine entsprechend stark aufgestellte Klägerseite hinbekommen. Aber genau da ist das Problem, dass eben da sehr viel politisches Gezerre ist, weil halt ganz offensichtlich Strömungen existieren, die nicht wollen, dass es auch stark aufgestellte Klägerseiten gibt. Denn damit es stark aufgestellte Klägerseiten gibt, können wir nicht einfach sagen, das machen die Verbände, die haben nicht die Finanzausstattung dafür und auch nicht die personelle Ausstattung, Kollektivverfahren wirklich auf dem Niveau zu führen, wie es die großen Industrieunternehmen tun. Sondern da brauchen wir ganz zwingend Prozessfinanzierer, die da dahinter stehen, damit man spezialisierte, hochqualitative Klagekanzleien damit beauftragen kann. Da steht dann immer das Schreckgespenst der amerikanischen Class Action an der Wand. Das halte ich nicht für so ein großes Schreckgespenst, weil das eher eine Frage des materiellen Rechts ist. Also wollen wir Strafschadensersatz geben, ja oder nein? Solange wir den nicht geben wollen, habe ich keine Angst vor einem kollektiven Klageinstrument, das dazu führt, dass eben konkrete Schäden auch kollektiv ersetzt werden. Wenn die Schäden entstanden sind, gibt es kein legitimes Interesse, die Industrie davor zu schützen, diese Schäden nicht bezahlen zu müssen. Wie gesagt, bei Strafschadensersatz ganz anderes Thema. Das darf es meines Erachtens auf keinen Fall geben. Das ist ja, aber dann ist auch die Klageindustrie kein Schimpfwort mehr, sondern es ist schlicht einfach, Deutschland ist schon immer stolz auf seine Industrie gewesen, ist halt einfach ein hochqualitativ durchdesignter Prozess, das kann ja was Gutes sein. Also an sich kann das gut funktionieren, nur die Verbandsklagerichtlinie selbst ist ja schon ordentlich aufgeweicht worden, genau an diesem Kernpunkt Prozessfinanzierung. Das ist nochmal, das ist das zentrale Element. Es muss möglich sein, 10 Millionen in so einen Prozess reinzustecken, in die Anwalts- und Gutachterkosten. Die Zahl muss einfach auf dem Tisch liegen können und das kann kein Verbraucherschutzverband aus eigener Tasche vorfinanzieren. Und da ist die Richtlinie schon auf deutsches Betreiben stark übrigens sehr eingeschränkt worden, dass die Prozessfinanzierung nur unter ganz besonderen Voraussetzungen da sein muss, möglich ist. Und ob das dann jetzt so umgesetzt wird oder nicht, ist die Frage der mitgliedstaatlichen Umsetzung. Was möglich ist, ist, dass wir hier dann doch durch die EU Fortschritte bekommen. Deswegen, weil wenn wir vielleicht, wer weiß, was in Deutschland dann kommt, welche Seite sich da durchsetzt. Und das dürfte tatsächlich ein Wunderpunkt in den Koalitionsverhandlungen werden, weil da doch die Interessen sehr gegensätzlich sind. Wenn es in Deutschland nicht klappt mit einer gescheiten Prozessfinanzierung, dann ermöglicht diese Verbandsklagenrichtlinie immerhin, dass im europäischen Ausland ein anderer Mitgliedstaat, der vielleicht keine so starke Industrielobby hat, eine solche Verbandsklage mit Prozessfinanzierung ermöglicht. Und dann kommt halt die Klage aus dem Ausland gegen das deutsche Unternehmen oder gegen welches Unternehmen auch immer. Also da kann es sein, dass auf diese Art tatsächlich effektive kollektive Rechtsdurchsetzung kommt. Und die Richtlinie lässt den Raum für solche effektive, aus Unternehmersicht kann man sagen, schmerzhafte Rechtsdurchsetzung. Und insofern ist es, glaube ich, ein Ding für die Zukunft, ob es in Deutschland dann sein wird, dass diese effektive Durchsetzung oder Umsetzung kommt, ist, glaube ich, Frage der Koalitionsverhandlungen. Da kann man nur spekulieren. Ich möchte Richtung Schluss noch einmal eine kurze Diskussion im Chat aufgreifen. Maximilian Herberger fragt im Chat, wie steht es mit dem Potenzial von § 278 Absatz 2 ZPO, also der richterlichen Gütigung? Der Thomas Dickert sagt dazu, wenn man es verpflichtend machen will, müsste 278 Absatz 2 ZPO nachgeschärft werden. Der Grundgedanke ist darin aber zumindest schon angelegt, denke ich. Und Frau Liebeton, Sie haben das im Chat schon kommentiert und Sie sagen, das sehe ich auch so. Wollen Sie das vielleicht noch ganz kurz ausführen?
Ich wollte da jetzt eigentlich gar nicht mehr so viel zu sagen, aber ich, wie gesagt, ich bin auch ein großer Fan von Güteverhandlungen, Gütestellen etc. Und das, wie gesagt, habe ich ja auch schon gesagt, das ist auch mein Anspruch an die Beratung, wobei der ein oder andere auch schon mal gesagt hat, werden Sie doch noch Mediatorin, weil Sie da immer so ein Händchen für haben. Und ich, also ich halte das für sinnvoll, dass wir da was vorschalten, aber eigentlich löst das ja nicht das Problem, weil ganz oft gibt ja auch eine Partei nach, obwohl sie es eigentlich nicht müsste, weil sie eigentlich recht hätte, nur um das Ganze abzukürzen. Und ja, das kann ja auch nicht der Sinn der Sache sein. Ja, ein Blick auf meinen Stichwortzettel sagt mir, dass ich noch ganz viele Fragen hätte. Der Blick auf die Uhr sagt mir leider, dass es langsam Richtung Ende zugeht. Ich würde ganz gerne noch eine kurze Abschlussrunde machen, indem ich jedem von Ihnen eine Frage stelle mit bitte auch eine etwas eher kurze Antwort. Frau Bertschlag, ich würde gerne mit Ihnen anfangen. Sie waren ja jetzt lange Richterin und sind jetzt gewechselt in die Supervision. Um das nochmal aufzugreifen, welche eine Sache kann vielleicht die Justiz lernen von dem, was Sie in der Supervision erfahren haben? Die Kommunikation innerhalb der Justiz zu verbessern. Also wenn irgendjemand weiß, wie was geht, dann reicht es nicht, dass derjenige das weiß, diejenige das weiß, sondern dann muss das breiter durch den ganzen Prozess geleitet werden. Also da ist viel zu viel, was an einzelnen Stellen schon gut funktioniert, was aber sonst keiner weiß. Und diese Kommunikationsdefizite, die ziehen sich durch die ganze Justiz nach meinem Eindruck, weil ich das immer wieder in der Supervision höre. Ja, ich weiß nicht, wie das technisch gehen würde. Wer zeigt mir das denn? Jetzt ist aber gar kein Techniker hier vor Ort. Wenn ich dann in der virtuellen Verhandlung nicht klarkomme, mir alles zusammenstürzt, dann blamiere ich mich. Und es gibt diese Kenntnisse an anderen Orten, nur sie kommen halt immer nicht so richtig bei allen an. Das würde ich mir wünschen. Vielen Dank. Herr Halmer, was würden Sie jungen Juristen und Juristen sagen? Warum sollten junge Juristen sich vielleicht den Mut haben und den Weg wählen, einen Karriereweg vielleicht eher abseits der juristischen Berufe in Legal Tech Unternehmen einzuschlagen? Was raten Sie der jungen Juristin? Und wenn ich das richtig verstanden habe, sind Sie auch bei Conny sehr aufgeschlossen dafür, noch wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder Referendare an Land zu ziehen. Wo sehen Sie also ja, quasi Ihre Perspektive? Danke für die Steilvorlage. In der Tat, wir suchen jederzeit Juristinnen und Juristen, Referendarinnen und Referendare. Ja, ich kann diese Entscheidung niemandem natürlich persönlich abnehmen. Ich kann nur sagen, wer Lust hat, von Anfang an selbstverantwortlich zu arbeiten, gerade als Volljuristin bei uns, da ist kein Partner drüber, der jede E-Mail redigiert, sondern man ist von Anfang an voll in der Verantwortung, so wie auch als Einzelanwältin, wie die Kollegin Liebeton. Da wächst man, glaube ich, sehr schnell rein in die großen Fußstapfen, die man hat. Und man ist gleichzeitig aber auch an der hoffentlich technologischen Vorfront mit dabei, ist an der Rechtsfortbildung im Bereich Legal Tech mit dabei und kann sich vielleicht nach ein, zwei Jahren bei uns auch selbstständig machen, dann auch gerne als Conny-Anwaltin oder Anwalt im Rahmen unseres Produktes. Aber ich kann nur sagen, auf der anderen Seite, ich habe in der Großkanzlei angefangen, ich war kurz Notarassessor, dann war ich bei Hengeler Müller und das ist auch kein schlechter Einstieg sicherlich. Deswegen kann ich jetzt niemandem guten Gewissens dazu raten, man muss mit Legal Tech anfangen. Aber wer Lust hat, im Bereich der Verbraucherrechte nicht nur ein kleines, sondern ein großes Rad zu drehen und dabei technologisch zu arbeiten, der ist jedenfalls bei Conny an der richtigen Stelle und wir nehmen gerne Bewerbungen entgegen. Frau Liebeton, in die Richtung, was raten Sie jungen Juristinnen, die vielleicht den Beruf einer Anwältin oder eines Anwalts ergreifen wollen? Macht es noch Sinn, heutzutage eher in eine kleine Kanzlei zu gehen, vielleicht sogar selbst zu gründen? Oder ist dieser Bereich vielleicht auch durch jetzt Konkurrenz von oder Ergänzung von Legal Tech Unternehmen und anderen Bereichen außergerichtlicher Streitbeilegung eher unattraktiv für junge Nachwuchskräfte, sodass man sich eher in größere Kanzleien orientieren sollte? Also ich würde immer dazu raten, zu gründen, nicht nur, weil ich es selber getan habe, sondern weil ich es für auch fortschrittlich halte und man kann eben seine eigene Meinung, seinen eigenen Stil reinbringen und kann dann aber sich auch sofort auf digitale Beine stellen. Ein Thema, was mir da auch vorschwebt, ist auf jeden Fall, dass man viel geringere Kosten hat, wenn man sich selbstständig macht, sodass das viel einfacher ist. Man muss aber einfach fortschrittlich denken und vielleicht sich auch einbringen, gehört werden, sichtbar werden. Und ja, dann kann ich nur dazu raten, selber zu gründen. Ich werde mir das mit dem Conny für Anwälte auf jeden Fall mal angucken. Und
ja, so wahrscheinlich läuft es am Ende darauf hinaus, dass man da kooperieren muss mit Legal Tech Unternehmen und da manche Fälle vielleicht einfach weitergeben kann und den Rest, wo eben die menschliche Qualität gefragt ist, gerade im Familienrecht, dann das selber macht. Genau. Dann als letztes noch, Herr Professor Riem, Sie haben die politische Perspektive schon ein paar Mal angesprochen, deshalb frage ich zugegebenermaßen recht weit, aber vielleicht gelingt Ihnen trotzdem eine pointierte Antwort. Was wünschen Sie sich von der kommenden Legislaturperiode für unser Thema? Also, dass längst überfällige Digitalisierungsstau in der Justiz abgearbeitet wird, ist zwar nicht unbedingt eine Frage für den Bund, sondern viel für die Länder, aber es muss auf beiden Ebenen einfach mal so sein, dass in der Justiz die Arbeitstechniken, die wir seit inzwischen Jahrzehnten in der Anwaltschaft haben, dass wir die dort auch haben, weil sonst gewinnt man auch keine qualifizierten Richterinnen und Richter mehr, wenn da immer noch auf Papier gearbeitet wird, wenn irgendwie mit alten Formalismen und Verfahrensweisen hantiert wird. Also das halte ich für extrem überfällig, das hinzubekommen. Und dann ist schon viel gewonnen. Da brauchen wir noch keine visionären neuen Verfahrensarten. Wenn wir einfach mal in der Justiz nur so arbeiten, wie alle anderen auf der Welt auch schon arbeiten, wäre schon sehr, sehr viel gewonnen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für die Diskussionsteilnahme bei Ihnen Vieren und auch bei euch Zuschauerinnen und Zuschauern. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich lerne vor allem, verschiedene Wege, die wir haben in der Rechtsdurchsetzung und Streitbeilegung, sind nicht unbedingt Konkurrenzprodukte, sondern viel Ergänzung. Und da stecken noch ganz viele Fragen, die offen sind, vielleicht auch als Forschungsperspektive. Ich bedanke mich jedenfalls ganz, ganz herzlich. Und jetzt geht es um die Frage, wie es hier bei Recode Law weitergeht. Jetzt schaue ich, ob mein Kollege Julian hier noch zu uns in die Live-Übertragung kommt. Julian, möchtest du uns erzählen, was uns jetzt hier erwartet? Jetzt können wir uns hier quasi quer durch den Raum einmal oder hier durch die Kamera unterhalten in unserem Fernsehstudio. Super spannend. Danke dir, Nick. Es war richtig ganz toll zuzuhören und danke auch an das Panel. Wie ich fand, eine ganz, ganz tolle, inhaltsreiche Diskussion und mit einem konkreten Vorschlag auch Verbraucherschiedsgerichtsbarkeit 2.0. Das wird sicher aufgegriffen werden jetzt gleich in unserem nächsten Panel, was sich, wie ich finde, perfekt anfügen wird eigentlich. Wir erweitern auch personell das Spektrum nochmal. Wir haben einen Richter noch mit am Tisch sitzen und einen Schlichter, aber auch wieder Anwaltschaft, Legal Tech und Wissenschaft. Und Johann und Julia werden sich, auch Mitglieder von uns, werden sich aus Hamburg und Berlin als Moderationsteam zuschalten und dann das aufgreifen, daran anknüpfen, was wir jetzt gehört haben und nochmal fokussieren auf wirklich die Digitalisierungspotenziale von diesen Verfahren und wie man sie vielleicht kombinieren kann. Und dann haben sie sich sogar noch eine innovative Methode noch mit an Bord geholt. Im zweiten Teil des Panels wird versucht, in einer Ideation mal zu überlegen, ob man nicht das Beste aus allen Verfahrensmöglichkeiten miteinander kombinieren kann. Und darauf bin ich schon sehr gespannt. Wir machen jetzt nochmal 10 Minuten Kaffeepause, technische Umbaupause und dann werden euch begrüßen Johann und Julia aus Hamburg und Berlin. Bis gleich.